Herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Und mein Name ist Klöckner, Philipp Klöckner. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 348 und jetzt würde ich normalerweise lieber Däffner sagen, aber der tourt mit seiner Frau an der Côte d'Azur lang von Marseille Richtung Nizza und dafür haben wir Pip hier als Vertreter und it's been a while, du warst das letzte Mal da zur Weihnachtsfeier und davor auch im Dezember, also es ist wirklich sehr, sehr lang her. Was hat sich geändert seither, damit die Menschen wissen, ob da irgendwas, ob es jetzt einen neuen Pip gibt oder ob es der alte ist? Gar nicht so viel. Ich investiere weiter in Startups und Wachstumsunternehmen, berate Unternehmen und Kapitalgeber. Man sieht mich mehr und mehr auf Bühnen zum Thema KI. Ich habe auf der UMR dieses Jahr im Mai einen Vortrag gehalten zum Status Quo der Technologie. Der wurde 300.000 Mal, glaube ich, angeschaut inzwischen auf YouTube. Also für ein relativ spezifisches Thema eigentlich ganz gut. Und deswegen darf ich den hier und da nochmal vortragen oder ähnliche Vorträge machen. Ansonsten bin ich weiterhin im Aufsichtsrat bei Home2Go. Arbeite in Zukunft wahrscheinlich mit einem Hedgefund zusammen als Berater. Schau mir das mal an. Ein Hedgefund? Das musst du erzählen. Was ist das? Wo gibst du ihm da Ideen? Ja, also zum Beispiel, also Hedgefunds, ne, versuchen Short-Long-Strategien in der Regel zu machen. In dem Fall geht es um den TMT-Sektor, also Technologieaktien. Und die versuchen natürlich auch, sich sagen, externe Meinung, externe Daten zu sichern. Und ich versuche da ein bisschen mit alternativen Daten die besten meiner Meinung Ideen zu helfen. Short- und Long-Ideen. Eine gute Short-Idee und dann ist deine Kohle schon wieder drin. Ich weiß nicht, was du verdienst. Wahrscheinlich wirst du anteilig an den Ideen finanziert. Oder wie wird da vergütet? Kriegt man da eine Erfolgsprämie oder kriegt man eine feste Vergütung? Also die Trader selbst bekommen natürlich einen sehr hohen Bonusbestandteil. Okay. Ich werde wahrscheinlich auf Honorare arbeiten erstmal. Cool. Und das ist jetzt auf Deutschland bezogen oder bist du dann weltweiter TMT-Mann? Weltweit, Technologie und Medien weltweit und der Advertising-Sektor und so weiter. Cool. Und kennt man den? Ich muss jetzt nicht den Namen nennen. Da würde ich sagen, das ist noch nicht ganz, also es ist vereinbart, aber noch nicht unterzeichnet, deswegen würde ich es vielleicht cool, das ist cool. Und da haben wir es gleich heute beim Thema, wir wollen nämlich mal uns die nicht profitablen Tech-Werte angucken und dann kannst du gleich mal sehen und dann kann der Kollege, wenn er zuhört, der Hedgefonds-Mensch schon mal hören, was er ein paar Ideen mitbringen. Und das wollen wir heute machen als Thema und wir haben natürlich Bulle und wir haben Bär und wollen natürlich am Anfang so ein bisschen, ja, der Däffner an der französischen Riviera, also an der Côte d'Azur. Warst du da schon mal? Nizza? Ich weiß gerade, ob ich auf Durchreise war. Nee. Nizza, dann kann er ja auch Monaco wohl besuchen, oder? Ist das nicht da ganz in der Nähe schon? Ja, aber das ist dann schon noch ein Stück weiter. Ich glaube, er kommt von Westen, also fliegt nach Marseille und dann, das ist nicht Côte d'Azur, müsst ihr jetzt nicht schreiben, das ist noch nicht Côte d'Azur, muss man noch ein Stück fahren. Und dann fährt er die ganze Côte d'Azur lang. Saint-Tropez, was es alles gibt. Ich liebe ja Antibes. Ich weiß noch, früher in dem Sommer ein Freund von mir, der hatte da mal eine Wohnung direkt an der Straße und dann haben wir da 3 Wochen immer in Antibes gewohnt. Das ist schon sehr lässig. Das ist schon sehr lässig. Aber es wäre nichts für dich? Ich fahre dieses Jahr mit dem Zug nach Italien. Okay, das haben wir auch gemacht. Bin ich ganz wie du, wir sind beide große Italien-Fans. Ja. Und genau, nächste Woche geht es nach Sizilien. Nach Sizilien. Also wer jetzt auf Sizilien ist und dann mal die Augen aufmacht, sieht vielleicht Pip, wie er da. Für wie lange? 2 Wochen. Ungefähr. Okay. Sehr gut. Dann wünschen wir dem Däffner natürlich auf diesem Weg alles Gute. Wir hatten ja am Samstag bei Alles auf Aktien hatten wir ja den N26-Chef Valentin Stalf und dann war ja auch schon mal vorher da der Kollege Hecker von Trade Republic oder Erik Potzowait von Scalable. Und vielleicht können wir am Anfang nochmal, weil das hat relativ viel Feedback hervorgerufen, nicht nur meinen Interviewstil, dass ich ihm häufig ins Wort gegrätscht bin und ihn nicht ausreden lassen habe, sondern auch insgesamt, was so die Fintech-Kranten in Deutschland anbetrifft und deren Geschäftsmodelle. Und du bist ja auch Fintech, kennst du dich auch aus? Und deswegen wäre die Frage, wie würdest denn du das einordnen, wenn man mal die 3 Gründertypen und vielleicht muss man auch noch, hat mich dann jemand bei LinkedIn hingewiesen, den Tamás Giorgadze von Raisin, der Weltsparen aufgebaut hat, mit dazu nehmen. Was, wenn du jetzt Geld hättest und könntest in einen investieren, wen würdest du nehmen und was findest du am geilsten?
Das kommt natürlich immer auf die Bewertung an, aber ich glaube, vom Modell her bin ich am überzeugtesten. Also Weltsparen ist, glaube ich, ein erfolgreiches Modell, was ich in einer schweren Phase ohne Zinsen, ich glaube, es ist immer ganz gesund, wenn man sagen, nicht in einer starken Phase startet, weil dann ist immer die Gefahr, dass sobald der Makro sich ändert, dann wird alles auf einmal schwerer und die Firma ist gar nicht darauf eingestellt. Die haben aber in einer relativ schweren Phase gestartet und würden jetzt im Zweifel davon profitieren, glaube ich. Das heißt, Weltsparen Raisin finde ich schon ganz spannend. Und ansonsten habe ich auf LinkedIn ja schon mal beschrieben, dass ich eigentlich die Strategie von Trade Republic ganz schlau finde. Also diese scheinbar langweiligen Sparplan-Sparer zu holen. Da verdient man natürlich nicht ganz so viel Geld wie in Robinhood an dem ganzen Option-Trading und so. Also Robinhood macht ja nur 6% seiner Umsätze tatsächlich mit Aktieninvestments und den Großteil mit Margin-Trading, Optionshandel und so weiter. Krypto noch. Und Krypto, genau. Aber das allermeiste mit Optionen tatsächlich, obwohl es nur 1% des Assets under Management sind, ist es weit über 50% der Umsätze. Und Trade Republic macht ja eine ganz andere Strategie quasi, dass man darauf setzt, dass regelmäßige Einzahlungen in Sparpläne, da kriegt man kleinere Kickbacks für natürlich nur von den Emittenten der ETFs. Aber das Gute ist, man kann natürlich sehr gut den Customer Lifetime Value, also sozusagen den Gesamtwert des Kunden über die Lebenszeit berechnen, weil man weiß, also es gibt irgendwie vielleicht eine initiale Einzahlung und dann gibt es 100, 200, 300 Euro, die jeden Monat dazukommen. Wenn die Leute in Lohn und Brot bleiben. Genau. Und da hätten wir auch noch einen meiner Bären hier schon mal angetrailert. Wenn Deutschland den Niedergang antritt und die Leute vielleicht, noch sparen sie ja wahnsinnig viel, weil das Geld ja noch da ist. Aber irgendwie könnte es ja sein, dass es irgendwann das Sparen nicht mehr möglich ist, weil du einfach nicht kein Geld mehr hast. Ja, aber der Arbeitsmarkt ist ja solide und bei unserem schlechten Rentensystem muss man ja mehr und mehr darauf setzen. Das ist total, Und also man hat sozusagen, man kann Neukunden gewinnen, dann geben idealerweise diese Neukunden immer ein bisschen mehr noch in den Sparplan über die Zeit. Also die Nettoeinzahlungen steigen wahrscheinlich mit der Zeit und man nimmt zusätzlich natürlich noch die Marktgewinne mit. Das heißt, diese 7-11%, die je nachdem, welches Produkt man gewählt hat, das steigt automatisch Assets under Management jedes Jahr mit. Und so kommt man eigentlich sehr schön zu einem überproportionalen Wachstum und kann das sehr gut nach vorne eigentlich auch prognostizieren. Ich halte das, obwohl es scheinbar langweilig ist und obwohl natürlich irgendwann diese Payment-for-Order-Flow-Gebühren fehlen werden, die, glaube ich, ungefähr ein Drittel des Umsatzes noch ausmachen. Aber ich halte das für ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Und man sieht ja auch, dass Robinhood jetzt mehr in diese Richtung geht. Also sie haben quasi gelernt vom deutschen Robinhood und bauen jetzt ihr Gold- und Retirement-Produkt. Und wenn man sieht, wie Robinhood reportet, stellen die auch immer mehr auf das Produkt ab. Also weil sie, glaube ich, schon merken, dass sie eine hohe Customer-Churn haben, dass in schlechten Marktphasen die Leute sich da aus dem Markt manövrieren durch das viele Trading. Automatisch. Genau, das. Und das habe ich auch mal berechnet, dass ich glaube, ich weiß nicht, was ganz aktuell die Zahl war, aber ich glaube, vor einem Jahr oder so waren die Net Market Gains, also was der durchschnittliche Nutzer, nicht der durchschnittliche, sondern was alle Nutzer zusammen gewonnen haben, war minus 46 Milliarden. Mhm. Also die sozusagen, die Robinhood-Trader haben zusammen deutlich mehr als der Markt verloren. Da verdient nur die Bank, wie sie mal so schön Also es ist eigentlich kein Sparprodukt, sondern ein Geldvernichtungsprodukt bei Robinhood. Ich meine, natürlich kann man auch bei Robinhood das richtig machen, ne? Wenn man eine richtige Strategie hat, einfach seinen Sparplan anspart, irgendwie seinen S&P 500 oder MSCI World. Das machen nur die wenigsten. Aber das scheinen die wenigsten zu tun, genau. Und deswegen halte ich Trade Republic für das gesündere Konzept. Ich könnte mir vorstellen, damals habe ich gesagt, dass ich glaube, dass Trade Republic eines Tages mehr wert sein wird als Robinhood. Jetzt hat Robinhood die Strategie schon angepasst, deswegen laufen sie vielleicht dann doch irgendwann wieder parallel und dann profitiert Robinhood natürlich auch von dem größeren US-Markt. Ich gucke mal, was Robinhood wert ist, aber jetzt haben wir noch zwei andere, die dabei sind, Scalable und N26. Warum findest du jetzt die nicht so spannend? Ich glaube, Scalable hat auch ein gutes Produkt, aber ich würde sagen, tendenziell auch eins, also so wie das Produkt strukturiert wird als Trading Flatrate, spricht es natürlich auch eher Trader an. Es ist nur ein Produkt. Du kannst auch, bei Scalable ist es so, du hast verschiedene Modelle, du hast auch das eine 1-Euro-Modell und du hast das Modell, wo du Flatrate machst. Man muss ja mal schauen, mit welchem Marketing man rausgeht und man dementsprechend gewinnt man ja auch die entsprechenden Kunden. Und wenn man halt rausgeht mit Trading Flatrate, wenn das ist das Produkt, was am meisten kommuniziert ist, würde ich schon das sagen. Das letzte ist, komm direkt zu uns oder Opa, ja, aber das ist jetzt die jüngste Strategie. Opas Asche kann mehr und solche Sachen. Die Kunden, die sie in der Vergangenheit akquiriert haben, sind vom Profil her, würde ich sagen, zwischen denen von Trade Republic und von Robinhood. Bestimmt nicht so Harakiri-Kunden wie bei Robinhood. Übrigens 18,5 Milliarden ist Robinhood Dollar wert. Mhm. Okay, also das wäre, wenn du meinst, die kommen auf equal footing, auf Augenhöhe, dann wäre das... Wäre das dann Trade Republic auch? Okay, aber du sagst Scalable, die sind zu sehr die... Nein, ich glaube schon, dass es auch funktioniert. Aber wenn ich die Wahl hätte, wie gesagt, hänge ich von der Bewertung ab, aber dann glaube ich, dass das Trade Republic-Modell berechenbarer und nachhaltiger ist. Und
Was hast du noch gesagt? N26 halte ich inzwischen für zu undifferenziert, ehrlich gesagt. Aber das sagt der Valentin, irgendwann wollen die Leute nur noch eine App für ihre Finanzangelegenheiten aufmachen und da muss Banking dabei sein. Banking und Geldanlage. Und die Geldanlage-Jungs, so sagt zumindest der Valentin, die hätten festgestellt, dass die Leute zu wenig ihre App öffnen, zu wenig Transaktionen machen, zu wenig. Jetzt sagst du natürlich, wenn die natürlich Sparpläne haben, ist es ja automatisch, dann müssen sie gar nicht die App aufmachen, das ist ein Vorteil. Aber das wäre zu wenig, hat er versucht zu suggerieren. Und deswegen würde auch Christian Hecker ja eher ins Banking rübergehen, also in dieses, das, was der N26 schon macht. Und er würde jetzt auch mehr in die andere Richtung gehen und hätte dann halt den Vorteil, dass er schon Banking könne und das andere wäre einfacher, wenn man in das andere geht, als umgekehrt. So, was würdest du da entgegnen? Ja, ich hätte genau so argumentiert, nämlich man muss sich fragen, ist es einfacher für Trade Republic den Leuten, also auch noch das Konto zu werden von den Tradern oder von den Sparern, oder ist es einfacher für N26 nochmal ganz neu Kunden zu finden, die noch nicht in einem Trading-Anbieter drin sind? Und in den letzten Jahren, wo, also ich meine, jeder weiß inzwischen irgendwie, was ein Neobroker ist. Und die Early Adopter, die hast du, glaube ich, alle gewonnen. Ich glaube, da ist es einfacher für ein Scalable oder für ein Trade Republic zu sagen, wir haben jetzt das Vertrauen der Kunden, wir genießen das Vertrauen schon, vielleicht würden die uns auch ihr Konto anvertrauen, als dass ich sage, dass die auf N26, klar kann man die Bestandskunden von N26 irgendwie zu Sparern machen, das glaube ich schon. Aber das Banking-Geschäft ist ja ein viel komplexeres. Also wenn ich mir viel margenärmer, würde ich auch sagen. Wenn ich an Fraud denke und an solche Sachen, also das Schöne ist ja, wenn du einen Neobroker hast, konntest du ja immer nur Geld überweisen auf dein Referenzkonto. Und es gab nie was anderes. Und damit hast du ja schon ein ganzes Scam und den ganzen Kram hast du ja ausgeschaltet, weil selbst wenn jemand die Zugangsdaten hat, kann er bei dir verkaufen, aber er kann nicht die Kohle auf sein Konto schieben, sondern nur aufs Referenzkonto. Das ist das Einzige. Und das ist, glaube ich, schon ein einfaches Ding. Und wenn du dann aber eine Banking machst und dann die Dienstleistung machst und überall hin überweisen kannst und dann auch in diese ganzen Regulierungskram reinkommst und ich weiß nicht, ob das so viel einfacher ist, der eine Weg in den anderen als umgekehrt. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Trading und Sparen oder Anlage das spannendere Produkt ist und das margenstärkere Produkt. Also Banking. Der Banking-Markt wird ja nicht mehr größer, würde ich sagen, sondern er schrumpft sogar. Also es kommen keine Bankable-Leute nochmal hinzu. Also es werden nicht Leute geboren, die jetzt mehr Bankdienstleistungen beanspruchen als früher. Und die Kosten pro Kunde, oder der Umsatz pro Kunde oder Rohertrag pro Kunde, wird eher sinken. Das ist ja sagen, durch Digitalisierung zahlt aber ja jeder wenig. Aber ist gestiegen also in den letzten Jahren. Also wenn ich mir Sparkasse angucke oder wenn ich andere Banken angucke, die haben ja in Zeiten der Negativzinsen, haben die alle Kontoführungsgebühren eingeführt. Und wenn ich jetzt gucke, ist es immer noch so, dass die Kontoführungsgebühren haben sie nicht gesenkt, obwohl es wieder Zinsen gibt. Also die haben das geschafft, das bislang kostenlose Girokonto zu einem... Ja, aber wie viele Neukunden gewinnt eine Sparkasse noch? Ich glaube, insgesamt durch Digitalisierung muss der Bankmarkt schrumpfen, weil es einfacher ist, eine Bank anzubieten. Ne? Mhm. Es ist sehr, sehr gut skalierbar. Du kannst das zu minimalen Kosten anbieten. Und ich habe ja mal auf der Finance World Konferenz den Nick Stronsky von Revolut interviewt und nur eine Frage gestellt, glaube ich. Und der meinte auch, dass für jeden Euro, den er Umsatz macht, verliert eine klassische Bank 3 Euro. Habe ich unterstellt. Ja. Und er meinte, nee, ist 3 Euro stimmt nicht, sind 5 bis 6. So. Das ist ja vollkommen klar. Das ist wie im Handel, im E-Commerce, da wo Digitalisierung einzieht, sinken die Margen. Und deswegen finde ich das Banking-Business weniger spannend. Das kann natürlich aus Engagement gründen, also wie du sagst, um Leute in die App reinzubringen und so weiter, kann das trotzdem spannend sein, alles in einem Anbieter zu haben. Aber Geld verdienen lässt sich, glaube ich, eher mit einem Anlageprodukt. Aber jetzt ist Revolut 45 Milliarden wert und das größte Startup Europas. Das zu Recht, ist doch schon. Naja, aber dann scheint es ja doch mit Banking doch was verdienen zu können. Und wenn die mehr wert sind als Trade Republic, die ja der größte Anlageverwalter sind, fragt man sich, ja, also Revolut ist ja deutlich früher gestartet, ist viel internationaler, viel größer, hat einen größeren Kundenstamm, geht natürlich auch in die Anlageprodukte mehr und mehr rein. Die haben den gleichen Anbieter, Upvest. Das ist lustig, dass sowohl N26 als auch Revolut mit Upvest ist so ein Berliner Startup. Da teilen sie sich erstmal die Margen, heißt das auch. Also da verdienen sie, müssen sie sich mit dem Technologieanbieter dahinter die Margen teilen. Das ist schon mal auch nur noch halb so spannend dann. Ich würde, glaube ich, in Revolut und in Trade Republic am ehesten investieren. Und wenn du jetzt mit jemandem von den Fintech-Gründern Bier trinken gehen, mit wem würdest du am liebsten Bier trinken? Gäbe es einen? Also jetzt geht es nicht darum, dass er das geilste Geschäftsmodell haben muss, sondern der muss dir einfach den gelingendsten Abend versprechen. Ach, das ist ja so persönlich. Also ich mache gerne einen Stammtisch mit allen.
Also, politische Antwort. Gut. Gut, dann haben wir das. Haben wir das aber auch du kannst gerne sagen, wer dir bisher am sympathischsten war. Also. Am sympathischsten? Ja, darum geht's doch. Es sind alles gute Verkäufer. Trinkst du gerne bei unsympathischen Leuten sind, Bier? Sind, es kommt halt darauf an, worauf du Bock hast. Es gibt ja am Leute, würde ich mit dir Bier trinken gehen, natürlich. Nein, aber wenn du es ist ja schon interessant, wie unterschiedlich die Leute sind. Also wir waren der Hacker, wir sind mit dem Hacker hier durch die Räume gelaufen und dann hat er schon wieder neue Probleme gelöst, während er läuft. Und wenn du jetzt sagst, ich will einen Abend haben, wo ich einfach mal irgendwie Problemlösung, philosophisch irgendwas aufbereche, dann was sagst du, nimmst du den. Wenn du irgendwie einen lustigen Abend haben willst und dann gehst du mit dem Erik weg und sonst was. Und wenn es mal ein bisschen, wenn du mal ein bisschen eine dicke Hose machen willst, nimmst du vielleicht den Valentin. Und wenn du über Russland und über Ukraine und über die Sachen reden willst, nimmst du Tamasch. Den habe ich in Davos getroffen und das ist wirklich, aber das ist ja ein politisches Gespräch. Aber je nachdem, worauf du Lust hast, würde ich dann denjenigen daten. Gut, haben wir das auch erklärt? So, haben wir noch irgendwas, sonst müssen wir nicht zu Bull und Bär kommen, weil wir haben ja hier bei Devlin und Chabitz neue Zeiten jetzt. Wir wollen ja unter anderthalb Stunden hier bleiben und das wollen wir natürlich ja nicht. Wenn der Devlin nicht da ist, tanzen hier die Mäuse auf den Tischen, das wollen wir ja nicht. Dann, ich würde zu meinem Bär kommen, weil das war auch, da wollen wir auch nochmal drüber diskutieren. Es geht um Standort Deutschland und da gab es ja am heutigen Dienstag, wo wir das ja aufzeichnen, die neuesten Daten zum Bruttoinlandsprodukt, war ja schon Ende Juli bekannt geworden, dass Deutschland im zweiten Quartal 0,1% geschrumpft ist. Aber da wusste man noch nicht so, wie es geschrumpft ist. Ja, immer die Frage, was ist da passiert, dass es geschrumpft ist? Und jetzt haben wir die Zahlen gesehen und man sieht fest, dass diese Zahlen sind, ich würde sagen, das ist ein sehr tristes Bild. Und vor allem zeigen die Zahlen, dass wir jetzt nicht in einer vorübergehenden Delle drin sind, sondern dass wir einfach wirklich einen langfristigen Abstieg gewärtigen müssen. Oder beides. Oder beides. Man kann Flöhe und Läuse haben. Hat das nicht deine Mutter immer erzählt? Ja. Man hat Flöhe und Läuse. Genau, das kommt so aus der Medizin. Da sucht man natürlich immer nach der einen Ursache für irgendein Symptom. Aber es kann auch mal sein, dass man Flöhe und Läuse hat. Oder ich glaube in dem Fall, also wir in haben Deutschland eine haben kurzfristige, ungünstige Makrolage für Deutschland. Aber ich glaube schon, dass wir auch ein langfristiges Problem haben, natürlich. Vielleicht sage ich kurz, was die Zahlen waren. Also was ungünstig, also die ungünstige Makro-Weltlage hat sich darin gezeigt, dass auch der Außenbeitrag, also wenn man die Netto-Exporte nimmt, und man muss ja immer wissen, Bruttoinlandsprodukt ist Produktivität mal Leute plus Staatsverschuldungsänderungen. Wenn man es anders macht, kann man auch noch plus Außenbeitrag, da guckt man, was ist exportiert, was wird importiert und das ist dann so das Bruttoinlandsprodukt. Und alle diese Teile sehen wirklich sehr, sehr gruselig aus. Das eine ist, wir haben die Investitionen, die privaten sind zurückgegangen, richtig fett, die teilweise bis zu 4% Ausrüstungsinvestitionen für Maschinenbau. Wenn man insgesamt die Investitionen anguckt, wo auch Bau mit drin ist und solche Sachen, haben wir minus 2,2 im Vergleich zum Vorquartal. Dann haben wir den privaten Konsum, der ist ja immer eine der Stützen ungefähr in Deutschland, 50%. In Amerika ist es 60, ich glaube ein bisschen mehr. Zwei Drittel, glaube ich sogar. Ja, sogar mehr als 60. Da haben wir auch ein Minus von minus 0,2%. Und da muss man wissen, in Deutschland haben die Leute ja mehr in der Tasche mittlerweile. Also es ist ja faszinierend, die Reallohnabschlüsse sind ja jetzt wieder positiv. Es war lange Zeit so, dass die Leute weniger verdienen als die Inflationsrate. Dann gab es ja den Inflationsausgleich, diese steuerfreie Sache. Und die ganzen jüngsten Abschlüsse sind ja alle über der Inflationsrate. Also insofern hätte man gedacht, dass da mehr rauskommt. Und der einzige Last Man Standing ist der Staat, Government Spending plus 1% im Vergleich zum Vorquartal. Und da sieht man, dass es eigentlich, und was auch noch uns gerettet hat, sind Inventories. Also es gibt Lagerbestände. Die Firmen bauen Lager auf oder bauen Lager ab. Und ein Gutteil, dass wir nicht noch stärker als minus 0,1 gefallen sind, ist einfach, wir haben 0,4% Lageraufbau. Das sind also Sachen, die einfach produziert werden und ins Lager kommen. So, und die sind da jetzt. Problem ist aber, irgendwann muss das Lager wieder geleert werden und dann wird das wieder abgezogen. Also das ist auch für Zukunft ist das halt einfach ein Negatives. Was negativ ist, wenn die Investitionen fallen, werden wir natürlich auch nicht produktiver. Und wenn wir gucken, was die Produktivität anbetrifft, dann wird es richtig gruselig. Wir haben minus 0,4% die Arbeitsproduktivität. Und das ist jetzt der sechste Rückgang bei der Arbeitsproduktivität in Folge.
0,4%. Wenn man da nämlich guckt, da gibt's, man kann ja einfach sich anschauen, wie ist das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen oder pro erwerbstätigen Stunde, dann sieht man, wie krass es ausfällt. Dann sind wir nämlich schon verarmt. Dann ist nämlich aus dem minus 0,1 beim Bruttoinlandsprodukt, ist beim BIP pro erwerbstätigen Stunde, weil wir einfach unproduktiver geworden sind, minus 0,5 geworden. Und wir haben schon seit mehreren Quartalen immer beim BIP pro erwerbstätigen Stunde einen negativen Wert. Das heißt also, dass wir einfach schon mal mehr arbeiten müssen, damit überhaupt das BIP noch so einigermaßen stabil ist. Und stellen aber fest, es wird weniger investiert, dadurch wird auch weniger Produktivität drankommen. Wenn wir jetzt Deutschland insgesamt uns angucken, seit Corona im Vergleich zu Italien oder Frankreich oder gar Spanien, dann sind wir immer noch auf dem Vor-Corona-Niveau. Also wir sind in Corona zwar weniger abgestürzt, haben dann auch relativ schnell wieder aufgeholt, aber seitdem ist es wirklich Stagnation. Und in Italien sind wir jetzt mittlerweile 5%, also 4,7 über dem Vor-Corona-Niveau. In Spanien auch 4,7, in Frankreich 3,8 und Eurozone insgesamt, wo ja Deutschland mit drin ist, 4%. Also wir sehen, wir sind innerhalb Europas, also es ist jetzt kein Phänomen, was jetzt Gesamteuropa betrifft, sondern es ist das, was uns nur betrifft. Und wir haben schlechte Voraussetzungen, um wieder richtig Tritt zu fassen und um wirklich wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Und vielleicht können wir das ja diskutieren, wenn du jetzt ja, Wirtschaftsminister wärst, Pip, und würdest jetzt rankommen oder Finanzminister oder beides. Was wäre dein Programm, dein 100-Tage-Programm? Also ich glaube, man muss erstmal analysieren, woran das liegt. Ne? Also wir haben einmal sozusagen die Makrolage, oder drei Sachen vielleicht. Wir haben die Makrolage. Mhm. Ne? Das ist irgendwie, wir haben weltweit durch Zinserhöhungen eigentlich so eine sich abkühlende Konjunktur, zunehmende Risiken auch mit Kriegen und so weiter. Und als exportstarkes Land, dann trifft uns das besonders. Ne? Die Investitionen anderer Länder sind auch nicht riesig. Dadurch, das trifft natürlich sofort die Maschinen- und Autobauer in Deutschland. Das Einzige, wo wirklich massiv investiert wird, sind die Datenzentren und IT-Infrastruktur. Wir haben aber keine Chip-Produzenten oder so Firmen wie Arista Networks oder Cisco sind keine deutschen Firmen. Das heißt, davon profitieren wir nicht, von den CapEx oder Investitionen. Das ist ein Problem. Wie gesagt, dann die Zinserhöhungen sollten ja die Konjunktur abkühlen. Jetzt tun sie es wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir uns gewünscht hätten. Und dann, warum kann Spanien, Italien schneller wachsen? Ist natürlich strukturell ganz anders aufgestellt von der Industrie. Also Tourismus oder Lebensmittelproduktion steigt der Umsatz einfach auch durch die Preise, also inflationsgetrieben. Ne? Dann wird der Wein oder die Lebensmittel halt teurer. Die Melone. Die Melone oder deine Haselnüsse für deinen Nutella und so weiter. Ja. Und wo waren wir? Lebensmittel. Tourismus ist weniger konjunkturabhängig natürlich. So einen schönen Urlaub möchte sich trotzdem jeder leisten. Die Hotels werden auch inflationsgetrieben teurer. Das wirkt sich positiv auf die BIPs der südlichen Staaten aus, wo Tourismus relativ gesehen größeren Anteil hat. Und ja, wie gesagt, in Deutschland sind wir von Exporten abhängig und 20 Jahre verfehlter Mobilitätspolitik oder in einem sich zu wenig transformierenden Automobilsektor, den wir irgendwie versuchen künstlich am Leben zu halten. Ist, glaube ich, relativ klar, dass die Zukunft der Automobile Elektroautomobile sind und die sind halt vergleichsweise einfach herzustellen. So, da hilft uns unsere Ingenieurkunst der letzten 100 Jahre relativ wenig. Das können die Chinesen fairerweise mindestens genauso gut wie wir inzwischen. Oder eben ein Tesla. Und ich denke, wir werden in Zukunft weniger Zulassungen haben in Deutschland. Die Zulassungszahlen sinken im langfristigen Trend zumindest. Unbedingt brauchen tut man Auto eher auf dem Land oder wenn man Kinder hat vielleicht. Immer mehr Leute ziehen aber in die Stadt auch dazu. Die Bevölkerung schrumpft in Deutschland. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich oder es war in der Vergangenheit schon gefährlich, zu lange auf diesen Automobilsektor gesetzt zu haben. Und der bestimmt die Politik in Deutschland leider so relevant mit. Chemie haben wir noch. Chemie ist auch ein Riesending. Also ich glaube, Autos ist ein Riesending, aber Chemie haben wir auch vertrieben. Das Problem mit den Energiepreisen natürlich. Da sind wir, fehlt uns der Standortfaktor in Zukunft. So, jetzt kommt ein 100-Tage-Programm. So, jetzt haben wir analysiert. Wir wissen also, wir haben alte Industrien. Jetzt können wir sagen, wir versuchen über so ein vergünstigte Abschreibung oder wir machen Energiesubventionen, versuchen wir die Industrie in Deutschland zu halten oder zurückzuholen. Oder wir sagen, nee, Industrie ist sowieso schmutzig, wir wollen eine neue Industrie haben und wollen vielleicht mehr Dienstleistungen machen und wollen vielleicht dem Friseurwesen ein bisschen was dazu bringen. Und ich keine Ahnung, was also ich glaube, auf jeden Fall müssen wir diese Fetischisierung der schwarzen Null- und Schuldenpreisbremse aufgeben und in schwachen Zeiten
investieren, in Infrastruktur und in Bildung vor allem natürlich. Da muss ich wieder einwenden, dass öffentliche Investitionen immer 10% der insgesamt Investitionen sind. Wenn du jetzt hier Staatsinvestitionen das Wort redest. Ja, aber sie treiben ja auch weitere Investitionen im privaten Sektor dann nach sich. Da hast du recht. Wenn man Grundlagenforschung hat, da hast du wahrscheinlich auch recht. Aber jetzt einfach nur auf den Staat zu setzen, der Staat ist schon der ganz gut läuft. Und ich glaube, wenn du jetzt diese Zahlen siehst, dann denken die Leute so, ach, dann will ich lieber im Staatsdienst arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, dann muss der Staat aber noch mehr machen, noch mehr Geld durch den Staat, noch mehr irgendwas. Oder ich komme hin und Von Investitionen in Infrastruktur profitiert ja der private Sektor überwiegend. Sowohl von den Aufträgen als auch später von der verbesserten Infrastruktur. Bildung schafft man wahrscheinlich kurzfristig dann erstmal noch mehr Beamten und öffentlichen Dienstjobs. Aber ist, glaube ich, immer eine gute Investition in die Zukunft. Und ich glaube schon, dass man einen Staat am Ende auch wie ein großes Unternehmen führen muss. Und da ist es vollkommen normal, dass man, um zukünftige Erträge zu erwirtschaften, investieren muss. Und sich sozusagen gesund zu schrumpfen als Staat, halte ich für sehr gefährlich. Also es gibt bestimmt viele Kostenstellen, wo man auch als Staat sparen kann. Aber wenn überhaupt, an den konsumtiven Ausgaben des Staats natürlich und nicht an den Investitionen. Also damit würde ich mal anfangen. Investitionen in Infrastruktur und Bildung, auch wenn wir dafür neue Schulden aufnehmen müssen. Ich glaube, die haben einen guten ROI langfristig. Also das Geld kommt irgendwann zurück. Und das nicht auszugeben, dann wird definitiv nicht dazu führen, dass irgendwie unser BIP besser aussieht in den nächsten Quartalen. Und dann, glaube ich, müssen wir weiter daran arbeiten, möglichst günstige Energie hinzubekommen. Durch Forschung vielleicht im Fusionsbereich, das ist aber zu langfristig. Aber kurzfristig kriegt man durch Speichertechnologie und Renewables, glaube ich, ganz günstigen Strom auch hin. Also es gibt guten Grund davon auszugehen, dass man da auch auf irgendwie netto 2-3 Cent irgendwann pro Kilowattstunde kommt. In Deutschland? Gab es neulich gerade eine Studie dazu, dass jemand gesagt hat, dass eigentlich Renewables plus Speicher schon jetzt die günstigste Form ist langfristig, wenn man so eine Vollkostenrechnung macht. Und auch mit Grundlast? Also genug durch die Speicher, kriegt man ja die Grundlast hin. Aber nicht in Deutschland allein. Also wahrscheinlich, ja, wir haben einen europäischen Energiemarkt, man müsste wahrscheinlich dann einen europäischen Verbund irgendwie schaffen. Und da müsste man halt investieren. Aber das ist gut, dass wir einen Binnenmarkt haben für Energie schon. Da hast du völlig recht. Mir ist vollkommen egal, ob der Strom aus Frankreich oder Dänemark kommt, ehrlich gesagt. Aber da muss man man müsste dann genügend Netzwerkkapazitäten haben, damit das auch funktioniert und nicht irgendwie seine Nationalstaaterei machen. Also da müsste man Europa als Vorteil mal nehmen lassen. Aber das haben wir ja auch noch nicht hinbekommen. Also das würdest du noch machen, okay. Und dann die industrielle Basis versuchen zu diversifizieren, also vielleicht tatsächlich fördern in Bereichen Hochtechnologie, Chips und so weiter. Das tun wir schauen, dass wir TSMC haben wir jetzt ja mit angeholt. Weniger abhängig von der Autoindustrie sind in Zukunft, weil es, glaube ich, gefährlich auf einen schrumpfenden Sektor zu setzen. Ich glaube nicht an eine Welt, wo wir mehr Individualmobilität haben in Zukunft. Und mentale Wende? Da sagen ja viele so, wir hätten schon, also wenn ich mir ich habe mir mal die Statistik rausgesucht, wie viel wir im öffentlichen Dienst haben, und da haben wir einen neuen Rekord gehabt, was die Beschäftigung im öffentlichen Dienst anbetrifft. Und das Unternehmertum auf der anderen Seite hat wahrscheinlich nicht einen ähnlichen Boom erreicht. Was können wir da machen? Das muss ja auch irgendwie wieder, also wenn ich die Zahlen sehe, denke ich immer so, oh, das ist jetzt nicht der richtige Anreiz. Das wird man eine ganze Generation denen sagen, oh, weißt du, öffentlicher Dienst ist eigentlich ein ganz vorhersehbarer Lebenslauf, den du hast und so weiter. Und da ist das sich selbstständig machen, Risiken eingehen, klingt in dieser Welt, die sehr volatil und unvorhersehbar ist und wo du immer Schrumpfen siehst und von Bürokratie gesprochen wird, ich glaube nicht so anreizkompatibel. Ja, also man kann, weiß nicht, ob jetzt Unternehmensgründung, also man kann einfach nochmal überlegen, ob Arbeit sich vielleicht mehr lohnen sollte, gerade so in dem Bereich, wo Menschen in der Abwägung zwischen Bürgergeld oder Transfereinkommen und Einstiegsjobs sind. Also dass man den unteren Steuersatz nochmal senkt, vielleicht auch den Einkommensteuersatz insgesamt, dafür Kapital mehr besteuert oder aus der Erbschaftssteuer versucht, was zu holen oder einfach darauf vertraut, dass durch das Wirtschaftswachstum das Steueraufkommen wieder steigt. Jetzt vielleicht eine Sache noch zum Schluss, weil ja immer viele sagen, ach, Wachstum ist sowieso ein Konzept von gestern, brauchen wir nicht mehr. Da bist du ja glücklicherweise auch nicht der Ansicht, wir brauchen Wachstum, alleine schon um Verteilungskämpfe zu, also seitdem die Bevölkerung schrumpft, dann könnte man ja auf weniger aufteilen, dann ging es ja, wenn man stagniert oder sogar schrumpft und gleichzeitig die Bevölkerung aber stabil bleibt, dann hat man irgendwann Verteilungskämpfe.
Ja, also ich glaube schon, dass wir Wachstum brauchen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Wachstum, was wir in der Vergangenheit hatten, so wenn man es in einer echten Kostenrechnung betrachten würde, so wirklich echtes Wachstum war. Also wenn wir irgendwie Sachen aus der Erde rausholen und dann sagen, wir haben jetzt hier was geschaffen, dann ist es ja, lügt man ja so ein bisschen. Plus wenn man die externen Effekte, sozusagen die negativen externen Effekte nicht einrechnet, dann muss man sagen, wahrscheinlich 80% des Wachstums, was wir in der Vergangenheit erwirtschaftet haben, ist eigentlich auch so ein bisschen eine Illusion, die wir uns selber vorgespielt haben. Bodenschatzverbrauch oder was? Ja, klar, also du hast die Parteien, die sagen, den Grünen immer Ideologie vorwerfen, haben einfach 60 Jahre, oder wann war Club of Rome? 70er, Anfang der 70er. Ja, dann ist, sagen wir 50 Jahre sozusagen wieder besseres wissenschaftliches Wissen erzählt, dass es nachhaltiges Wachstum ist, wenn wir sagen, den Planeten beklauen und dann immer mehr Treibhausgase erzeugen. Und sowohl sagen, den in Anführungsstrichen Diebstahl an Ressourcen von zukünftigen Generationen als auch die Schaffung von negativen. Club of Rome ging ja davon aus, dass wir Peak Oil schon viel früher hätten und das will ich nicht rauskriegen. Und dann haben wir aber neue Technologien, wir haben Shale, Oil, ja, trotzdem, dass Sachen dass man eine gesamtwirtschaftliche Rechnung hat. Das ist so, als wenn ich bei deinen Kindern ins Kinderzimmer gehe, denen das Sparschwein klaue und dann habe ich irgendwie 300 Euro und dann sage ich, schau mal, was für ein guter Investor ich bin. So, das ist, was wir gerade machen. Wir klauen Ressourcen, die unserer Generation gar nicht mehr gehören. Und außerdem mit Schulden im Übrigen auch. Guckt sich noch ins Kinderzimmer und sagt, Pech, das sind jetzt eure Abgase. Aber das ist das Gleiche, wenn du Schulden machst. Wenn du Schulden machst, ist es auch einfach deine zukünftige Sachen raus. Und jetzt wirst du natürlich sagen, Schulden sind dann gut, wenn sie Investitionen sind. Aber wie wäre es denn, wenn man einfach mal den Bundeshaushalt, der schon, wir haben ja schon Steuereinnahmen von fast 1 Billion, da müsste ja auch genug für Investitionen übrig sein. Und ich habe mal geguckt, die Steuern sind viel stärker gestiegen als die Investitionsausgaben. Da sieht man ja, höhere Steuern oder höhere Einnahmen, die man generiert, sind eher in das Wohlfühlen und ins Ding. Wir können zum Beispiel gerne noch aufhören, Riester-Produkte zu fördern und stattdessen echte Sparplanprodukte, wie 401k in USA, damit zu fördern stattdessen oder irgendeine Art von echter, sinnvoller, betrieblicher Altersvorsorge. Dann gehen wir beim GTV vorbei, musst du dir mal sagen. Guten Tag, Klöckner mein Name, ich hätte eine Idee für Sie und dann schauen wir mal, was die dazu sagen. Und der BVI wäre sicherlich auch nicht ganz begeistert von deiner Idee. Mit dieser, es wird ja gerade wieder gerungen, genau um dieses Altersvorsorgekonto. Das ist ja faszinierend, dass es wahrscheinlich nicht mehr in dieser Legislaturperiode kommt, obwohl ja so ein bisschen jetzt da mal Verkehr reingekommen ist. Aber naja, gut. Jetzt haben wir noch eine Sache: Wahlen am Wochenende, im kommenden Wochenende Thüringen und Sachsen. Was erwartest du da? Nettotransfer 1,6 Billionen in den Osten. Und dann wird der Defner, wenn er hier säße, wird er sagen, das sind die undankbaren Ossis. Den haben wir 1,6 Billionen rübergeschoben. In den letzten 30 Jahren, oder? Seit 90. Also 35 Jahren. Ja. Und die sind trotzdem undankbar und wählen das Falsche. Dann können wir sie doch gleich an Russland abgeben. So, das wäre jetzt die defnische Sache. Vielleicht bin ich sicher, ob er das sagen würde. Ja. Doch, der ist da wirklich so. Er will lieber die Ukraine aufnehmen und dafür, da habe ich gesagt, da hätte ich auch ein paar Probleme mit. Aber gut, sag mal. Also die Wahrheit ist ja, dass viele ostdeutsche Menschen, so wie ich zum Beispiel, so wie du zum Beispiel, in westdeutschen Bundesländern stattdessen das Bruttosozialprodukt steigern. Wir sitzen hier im Osten. Wir sitzen hier als... Ja, aber wird Berlin zugerechnet, dieser Statistik? Als Ostdeutsches oder Westdeutsches? Wie auch immer. Berlin ist ja, dann nimm uns als Ausnahme wegen Berlin. Aber wie viele Sachsen und Thüringer sind nach der Wende oder in den Nachwendejahren nach Baden-Württemberg und Bayern ausgewandert und tragen da, glaube ich, sehr wohl und sehr tatkräftig zum Bruttosozialprodukt bei? Also das erscheint in der Statistik natürlich nicht. Und das führt ja auch so ein bisschen dazu, dass ich glaube, letztes Mal wurde ich dafür bestraft, dass ich das mal so das Land der Hinterbliebenen lasse oder die Länder der Hinterbliebenen. Aber das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, dass die fähigsten Menschen und die Demokratie und Marktwirtschaft auch denen am zugeneigtesten sind, dass die natürlich vielleicht auch im Westen ausgewandert sind und da sofort ihr eigenes Glück probiert haben. Und die noch im Osten leben, sind zumindest relativ gesehen oder marginal gesehen, eben die vielleicht mit ihrem Schicksal mehr hadern und sagen, die weniger staatsgläubig sind und oder auch marktwirtschaftsgläubig. Das würde ich sagen. Staatsgläubig sind die, glaube ich, schon. Oder ja, mit dem Staat sind sie jetzt auch nicht zufrieden. Die staatsgläubig auch nicht mit dem Staat, sondern sie würden wahrscheinlich auch, mit unserer Demokratie sind sie auch nicht zufrieden, die würden auch... Ja, ich glaube, was uns im Osten, wenn man das so verallgemeinern kann, also wie gesagt, das alles gilt immer nur relativ und marginal eher im Osten als im Westen, aber dann das
Selbstverantwortungsgefühl ist im Osten tendenziell, glaube ich, ein bisschen niedriger. Dass Menschen sagen, gewohnt sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Also handeln und haften, das klassische Marktwirtschaftsmotto. Genau, sondern man lehnt sich noch so ein bisschen. Man denkt so, wenn was nicht funktioniert, sind die oben schuld. So, das war in der DDR ganz sicher so. Mhm. Kann man, glaube ich, relativ stark bejahen. Ja. Und das ist wir haben halt erst eine Generation eigentlich dazwischen und das ist halt noch sehr in den Köpfen drin, glaube ich. Ja, aber so viele Jahre jetzt schon, das soll doch jetzt. Ja, aber sowas löst man halt nur über Generationen. Also ich glaube nicht, dass man Menschen so einfach umerziehen kann oder... Doch nicht umerziehen, du musst idealerweise was vorleben. Erleben sie das. Was vorleben und dann... Ja. Aber was wurde ihnen vorgelebt? So in der Nachwendezeit, ja, wurde die Treuhand mehr oder weniger ausgeraubt, ja. Irgendwie dann irgendwelche Schrottverkäufer kamen in Osten und haben dich über den Tisch gezogen. Dann wurde eins zu eins umgetauscht, das war zwar für den Wohlstand gut, aber das war natürlich für die Betriebe. Das schafft jetzt alles kein Vertrauen in die Individuen und die Marktwirtschaft als Ganzes natürlich. Mhm. Also die Leute haben ja auch tatsächlich traumatische Erfahrungen mit Marktwirtschaft teilweise. Soll das alles nicht entschuldigen oder so, aber man muss ja schon verstehen, was dazu führt. Weil es ist ja nicht so, dass die Menschen im Osten schlechter sind als die im Westen oder so. Wie gesagt, ich glaube, es gibt in allen Bundesländern sehr unternehmerisch denkende Menschen, sehr schlaue Menschen, Menschen, die das Herz auf der richtigen Seite haben, die Demokratie lieben. Aber so richtig große Unternehmen aus Ostdeutschland, Intershop gab es ja. Das ist ein anderes Problem, so eine Partizipation. Ich habe neulich bei uns im Podcast so kurz drüber geredet. Der Anteil der Ostdeutschen, also wie viele ostdeutsche DAX-CEOs gibt es? Oder Vorstands? Nicht mal Vorsitzende, es gibt nur Vorstände. Vorsitzende gibt es null. Genau. Vorstände gibt es wahrscheinlich 3, 4 oder so. 2 von 252, ja, also weniger als 1%. Das heißt, es gibt mehr Thomas oder Andreas in Vorständen als Ostdeutsche. Es gibt mehr holländische DAX-CEOs. Also DAX-Vorstandsvorsitzende als Vorstände überhaupt. Da haben wir jetzt zwei Minderheiten gegeneinander ausgespielt. Die Repräsentation müsste ja eigentlich so bei 15% sein. Ne? Wir haben 14 Millionen Ostdeutsche noch, glaube ich, und 85 Millionen Deutsche oder so, oder 82 Millionen. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Und das Gleiche ist, wir haben keinen ostdeutschen Verfassungsrichter, keinen Vier-Sterne-General, in den Oberlandesgerichten sitzen oft keine Ostdeutschen, in denen die Kanzler der Universitäten und Kanzlerinnen oder die höheren Rektoren da sind Ostdeutsche irgendwie bei 1-2%, also es ist nicht nur leicht unterrepräsentiert, sondern es ist wirklich, dass Ostdeutschland dort nicht stattfindet. Wie gesagt, Vorstände in der Wirtschaft. Jetzt zeigst du ja, du bist ja auch ein ganz intelligenter Ossi, würde ich jetzt mal sagen. Du bist jetzt auch nicht so lange im Osten, hast nicht so lange im Osten gelebt, dass es jetzt so prägend gewesen wäre, dass du jetzt als klassischer Ossi durchgehst. Das ist ja bei mir, hab noch ein paar Jährchen länger da gelebt, bin aber jetzt auch nicht der ganz klassische Ossi. Aber woran liegt es? Also was ich bei mir persönlich schon feststelle, ist, dass man einen anderen Stallgeruch hat. Also das ist schon, wenn man, also gibt's immer noch so eine, wir haben auch mal mit dem Elitenforscher Hartmann gesprochen und habe ich gesagt, kann aus mir mal was werden? Dann sagt er, wo kommen Sie her? Osten? Sagt er, nee, vergessen Sie es. Und das ist so, da ist so eine gläserne Decke. Das ist so ein Ossi, hat halt anderen Stallgeruch, hat andere Benimmsachen, hat andere. Ja, ich glaube, vielen fehlen so ein bisschen Ellbogen, glaube ich. Also nicht den unbedingten Willen haben, alles um jeden Preis zu erreichen. Wie gesagt, so ein bisschen mangelnde Selbstverantwortung auch oft. Risikofreude. Netzwerk fehlt natürlich. Viele Posten werden halt weiterhin vergeben, wer politisch am schlauesten ist oder sich am besten Mehrheiten sichert, wer irgendwie. Diese ganzen Behörden wurden ja nach der Wende relativ top-down besetzt. Ne? Da wurde irgendein Ex-Bundesminister oder Landesminister dann an die Spitze solcher oder irgendein Richter an die Spitze der Behörden gesetzt. Und der vertraut vielleicht auch jemandem eher, den er aus dem eigenen Wahlkreis oder aus dem eigenen vorherigen Umfeld kennt und stellt dann auch die Leute ein. Das heißt, das ist sicherlich hinderlich. Dass man dieses Stallgeruch-Ding weiß. Würdest du ja so einen Ronald Slabke, den hattest du hier im Podcast ja mal gehabt. So merkst du bei dem, dass der Ossi ist, oder? Also der würde... Der ist ja einer der reichsten... das ist eine andere Statistik. Ne? Es gibt ja diese Manager-Magazin-Liste, wo die 500 reichsten Deutschen drin sind. Der erste Ossi kommt da bei Platz 200 oder so. Und es gibt nach meinem Wissen, zumindest die Liste führt noch keinen ostdeutschen Milliardär. Es gibt wahrscheinlich so 1-2 Versteckte mit Osthintergrund, also die in Ostdeutschland geboren sind. Aber es gibt wirklich kaum welche. Wir können mal gucken, was der Ronny jetzt wert ist. Nee, aber der ist schon... Also wie er, der ist so ungefähr 650 ja, aber Millionen. In seinem Auftreten und in seinem, da konnte er nur ein eigenes Unternehmen. Ich glaube, der wäre im Westen nicht so, der ist kantiger oder auch spricht Sachen
offener aus, ist outspokener, ist nicht, dass es nicht im Westen auch gäbe, aber ich glaube schon, den würdest du nicht einfach in so eine westliche Konzernstruktur reinbringen und dann an die Spitze machen, sondern der musste sein eigenes Ding machen. Und ich ein bisschen, was die Kultur im Vorwende Ostdeutschland sicherlich sehr beschreibt, ist ja, dass mehr oder weniger, egal was du getan hast, du konntest halt nicht davon profitieren. Ne? Also Stimmt. Du konntest doppelt so viel arbeiten wie dein Kollege und am Ende gilt nur, ob die Norm erfüllt wurde für den ganzen Betrieb oder nicht. Ne? Also die individuelle Mehrleistung wurde wenig gewürdigt. Das kann man, glaube ich, so relativ allgemein sagen. So Einheitslohn, 850 und das Mark. Kriegt man halt auch schwer aus den Köpfen, glaube ich, raus, dass es sich lohnt, irgendwie doppelt so hart zu arbeiten, mal eine Überstunde zu machen, mal Risiko zu wagen. Und das wird Generationen dauern. Dann bringen wir den Erfolgshunger. Wie kriegst du den Erfolgshunger? Geh jetzt mal stell dich mal hin und sag, lieber Thüringer und liebe Thüringerin und lieber Sachse, liebe Sächsin. Ja, das kann man Menschen nicht aufoktroyieren. Ne? Es braucht Vorbilder, die das leben. So, daran fehlt sicherlich auch. So, wenn ich jetzt sage, sag mir mal einen ostdeutschen Milliardär, so fällt niemandem einen ein. Also warum soll ich denn als Ostdeutscher daran glauben, dass ich irgendwie superreich werden kann? So, wenn es einfach an Vorbildern fehlt auch schon. Ja, gut. Es gibt für alles ein erstes Mal, aber ich gucke mal den Ronny an. Stimmt. Der ist 1,8 Milliarden. Ein Drittel von HypoPort. 32,6, genau. Ein Drittel, 1,8 ist das Ding wert. Oder hat er nicht mal auch, das ist ja wirklich ein armer Kerl. Mann, das ist nicht schön. Okay, aber ansonsten nur vorleben, aber da muss schon eine neue Generation nochmal irgendwie, ich finde, nach 35 Jahren hätte das eigentlich schon sein können. Prima. So, jetzt haben wir ganz lange. Da musst du ja glauben, dass man die Menschen ändern kann. Und das dauert einfach. Also überlegt man, wie man noch über die Nachkriegsgeneration spricht, zum Beispiel, dass die bis heute eigentlich irgendwie die Ressourcen anders schätzen und so weiter. Das geht, also es wird Generationen brauchen. Aber ist ja gut so. Das Gute ist, dass es ja graduell vorangeht. Ich glaube, es geht viel zu langsam voran. Und ich glaube, man könnte es eben auch. Du meinst auch, jetzt Ostdeutschland. Aber dafür geht Westdeutschland gerade in die Gegenrichtung. Da ist der Erfolgshunger wird langsam abtrainiert, weil es einfach zu gut geht. Also da würde ich ja eher sagen, das ist irgendwie eher so, also wenn ich mir überlege, ich war ja in Irland, habe ich mich immer gefragt, warum haben die ein größeres Bruttoinlandsprodukt mittlerweile fett, auch pro Kopf. Klar, die machen unfairen Steuerwettbewerb, keine Frage, aber die Menschen sind auch anders. Und die haben halt ein paar Hungerkatastrophen hinter sich und auch lange Zeit waren sie das Armenhaus. Und dann hast du halt einfach einen anderen Hunger. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland nicht mehr. Wenn die meisten Menschen durch Erbschaft reich werden, warum woher soll der Anreiz auch kommen? Ich glaube, am härtesten arbeiten die Leute, die versuchen, aus dem Nichts etwas zu starten. Oder in den USA ist es so, dass die meisten Unicorns oder großen Tech-Firmen ja von Immigranten erster oder zweiter Generation gebaut wurde. Und das Thema haben wir ja quasi nicht. Migranten haben wir auch, aber nicht. Die bauen hier keine Firmen. Ich glaube, viele Migranten, also guck mal, zum Beispiel die Gastarbeitergeneration, die sagen Griechen und Italiener, die nach dem Krieg zu uns gekommen sind. Ich glaube, viele sind davon sehr geschäftstätig, haben eigene Handwerkerbetriebe, eigene Gastronomie, Hotelleriebetriebe aufgebaut. Aber so Leute laden wir auch, oder wir machen es ja nicht einfach, solche Leute wieder einzuladen oder Anreize zu schaffen, dass solche Leute zu uns kommen. Und dass wir Migration brauchen, ist ja 100% klar, demografisch. Das ist sicher, aber die Frage ist halt, bringen die was zu unserem Bruttoinlandsprodukt, tragen die einen Mehrwert bei oder eben weniger Mehrwert bei? Und wenn man die Bürokratie sieht, wird es auch vielen schwer gemacht, da hast du wahrscheinlich recht. Und dann wenn es jemandem schwer gemacht wird und er kriegt gleichzeitig auch eine relativ üppige soziale Sache, dann wird er sagen, oh gut, dann mache ich halt nichts. Aber ich weiß auch nicht, ob unbedingt nur die kommen, die jetzt hier ganz fett was verhindern wollen und die irgendwie Geld machen wollen nach Deutschland. Da wäre ich mir... Ja, wie gesagt, dafür haben wir nicht die richtigen Pull-Faktoren. Ne? Also zum Beispiel einfache Bürokratie, einfache Einwanderung für Fachkräfte und so weiter. Und also wir müssen ja auch wir konkurrieren ja mit anderen Nationen, mit UK, mit Schweden, mit Kanada, Australien vielleicht. Aber trotzdem wird zusteuern für Facharbeiter, die einwandern, niedriger machen, so war ja auch einer der Vorschläge. Nee, auf keinen Fall. Also da finde ich Steuergerechtigkeit wichtiger. Also ich finde es nicht sinnvoll, dass man, weil jemand aus dem Ausland kommt, man sagt, du musst jetzt 3 Jahre hier nur reduziert Steuern zahlen. Also irgendwann ist der Effekt ja eh weg. Ich glaube, auch das zieht vielleicht nicht die richtigen Leute an. Ich würde eher sagen, den Prozess der Einwanderung vereinfachen für Leute, die einen Job finden hier oder die eben Fachkräfte sind. So, jetzt haben wir Deutschland gerettet. Kommen wir zu deinem Bären oder Bullen. Was willst du als erstes machen?
Dann würde ich, wo die Stimmung gerade so gut ist, würde ich auch den Bären nehmen. Und zwar, mein Bär ist die chinesische Pinduoduo. Das ist die Mutterfirma zweier Plattformen. Und zwar einmal die chinesische Pinduoduo und dann die, die man in Europa und weltweit wahrscheinlich eher kennt, ist die E-Commerce-Plattform Temu. Hast vielleicht schon mal mit rumexperimentiert. Shopping und, like a billionaire. Die Sache, bei der EM haben die so viel Werbung gemacht. Genau, unter anderem, ja. Das wundert mich. Da hätte doch eigentlich, wenn die jetzt zur EM groß Werbung machen und wenn die immer mehr Leute, immer mehr Bekanntheit haben, dann müsste es denen doch eigentlich besser gehen. Was ist jetzt schiefgelaufen? Jetzt musst du ja sagen, warum ist es dein Bär geworden? Ja, also ich hatte, glaube ich, so seit einem Jahr, spätestens einem halben Jahr, versuche ich immer so Peak Shein und Peak Temu auszurufen. Also, dass ich glaube, dass die Chinesen da wirklich beeindruckende Unternehmen aufgebaut haben und auch mit einer sehr stringenten Logik. Also, dass man sagt, dass der europäische Zwischenhandel eigentlich obsolet ist, wenn also in einer digitalisierten, vernetzten Welt, also die sowohl auf der Logistikkette vernetzt ist, also wir haben die beste Logistik seit sagen Jahrzehnten oder sagen, entwickelt sich immer weiter voran, wird immer einfacher, damit zu interagieren. Und gleichzeitig ist natürlich, die Nutzer und die Geldströme und das Internet sagen, vernetzt die Welt zusätzlich. Und es gibt ja so die Handels, aus der klassischen BWL kennt man so die Handelsfunktion. Da steht da, ja, die nehmen das Risiko, die suchen die Ware aus für dich, die beraten dich ein bisschen, dann kaufen die eine große Palette und machen daraus kleine Packungen für dich. Du meinst die Kicks und die Teddys, meinst du gerade, die das Modell machen. Genau, und es gibt so diese klassische Handelsfunktion. Wenn man die sich anschaut, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das alles überholt ist. All dieses, was sozusagen früher Händler Funktion war, wird heutzutage eigentlich von Daten und IT-Technologie übernommen. Also es ist halt kein Mehrwert mehr, dass ich Dinge von der Palette runterhole und dann einzeln verkaufe und ausstelle oder dass ich irgendwie den richtigen Preis dafür finde oder die richtige Warenmenge bestelle. Also das kann man alles automatisch über Daten lösen heutzutage und oder über Logistik. Und deswegen ist es eigentlich, volkswirtschaftlich auf globaler Sicht ist es effizienter, dass ich hier aus Deutschland direkt beim chinesischen Produzenten meine Ware bestelle. So, und nichts anderes machen diese Plattformen wie Shein oder Temu, dass sie mich mit dem Hersteller auf dem möglichst direkten Weg verbinden. Sie holen sich natürlich eine Marge auf dem Weg dahin, aber die ist deutlich kleiner als das, was ich bezahlen würde, wenn ich einen chinesischen Zwischenhändler, vielleicht einen europäischen Großhändler und dann noch einen lokalen Händler dazwischen hätte oder einen Internethändler. Und deswegen ist das einerseits so ein sehr stringent, schlau gedacht, dieses ganze Konzept. Und gleichzeitig halte ich die Produkte jetzt aber nicht für so wertvoll, dass ich glaube, dass man dauerhaft Kunden damit bindet und dass die Nutzererfahrung dauerhaft so positiv ist. Und wie gesagt, Wiederkauf wird eher nicht so. Du meinst also, die Leute machen das einmal und dann machen sie es nicht so häufig wieder und deswegen hast du von Peak gesprochen. Ja, du hast es angesprochen. Ne? Die Konkurrenten, die ersetzen, also Temu und Shein verkaufen dann entweder sehr, sehr günstige, relativ modische Kleidung oder so typische Plastikartikel, einfache Elektronik, Spielzeug und so weiter. Die Luftmatratze, die früher bei Chibo verkauft wurde, genau, erinnere mich. Und Leute wollen die jetzt gern mit irgendwie der Dan McCrum von der Financial Times, schreibt die da irgendwie so hoch, als wären die das nächste Amazon und so. Aber tatsächlich ist ja der Markt, den sie angreifen, eben was du gesagt hast, Teddy, NKD, Seemann, Ernstings Family vielleicht und so Action. Weiter. Action bestimmt. Woolworth vielleicht und so weiter. Und so groß ist dieser Markt eigentlich gar nicht. Das heißt, irgendwann wird es da eine Art von Sättigung geben. Dann ist es, glaube ich, so, dass viele Kunden, muss man erstmal sagen, können sich auch vielleicht gar nicht so viel andere Sachen leisten, sondern für die ist es erstmal ein günstiger Einstiegspunkt und der einzige Weg überhaupt zu konsumieren, wenn Sachen so billig sind, wenn man sie direkt aus China holt. Aber gleichzeitig ist man mit der Qualität der Ware auch sehr oft enttäuscht. Seien es jetzt die Klamotten von Shein oder aber auch die Sachen, die man bei Temu kauft. Oft ist das eben doch viel Schrott. Teilweise ist es nicht sicher, dieses CE-Prüfzeichen fehlt. Es sind teilweise Counterfeit-Produkte, also Produktpiraterie und so weiter. Es gibt immer wieder so Berichte darüber, dass die Dinge auseinanderfallen, wenn man sie auspackt, dass irgendwie die Kinder kriegen Ausschlag, wenn sie irgendwie die Chemieklamotten anziehen und so weiter. Daran arbeiten die Plattformen natürlich, das zu verbessern. Aber ich glaube, die Kundenerfahrung ist nicht so gut. Plus diese Apps von den Plattformen funktionieren ja so, dass sie so ein bisschen so eine Spiel-Gamification-Logik haben. Und auch das erschöpft sich, glaube ich, irgendwann. Also am Anfang versucht man da seinen Wunderbaum oder sein Fischaquarium zu züchten und kriegt immer neue Rabatte und verbringt viel Zeit in der App. Aber ob man, also auch ein Candy Crush oder ein gutes Online-Game hat ja eine Halbwertszeit. Und die gleiche Churn an Nutzern, also die Churn ist quasi der Faktor, wie schnell man Nutzer auch wieder verliert,
wird natürlich auch so eine E-Commerce-Plattform mit Gamification-Elementen haben. Und deswegen glaube ich, dass zumindest in der Geschwindigkeit dieses Wachstum nicht ewig weitergehen kann. Und man muss sagen, der Umsatz ist zuletzt dreistellig gewachsen bei Pinduoduo. Also letzten zwei Quartale waren 117 und 119%. Und jetzt ist im letzten Quartal, die Zahlen kommen gestern am Montag, glaube ich, raus, Montagvormittag, genau, ist das Umsatzwachstum jetzt auf 85% runtergegangen. Das ist im Vergleich zum Vorquartal, ist das immer noch 13,4 versus 12 Milliarden, also noch absolute Zahl Steigerung. Aber das Umsatzwachstum ist eben von dreistellig auf in Anführungsstrichen nur noch 85% gegangen. Der Rohertrag hat sich nicht mehr deutlich oder hat noch ein Prozentpunkt sich verbessert. Und das operative Ergebnis ist eigentlich auch prozentual gesehen flat jetzt. Also auch keine Verbesserung der Profitabilität mehr. Und da sind jetzt ein paar Analysten, die das einfach sofort gezeichnet haben, aufgewacht und sehen, okay, das kennt offenbar doch Grenzen des Wachstums, dieses Pinduoduo-Modell. Gleiches gilt, glaube ich, für Shein, die eher auf Fashion spezialisiert sind. Da sieht man eigentlich schon, man kann ja so mit externen Tools so ein bisschen auf die Daten raufschauen. Und eigentlich sieht man schon, dass die Nachfrage nach diesen zwei Plattformen beginnt zu stagnieren, dass sie viel für Marketing ausgeben müssen und gleichzeitig aber die Nachfrage nicht mehr stark gesteigert wird. Weltweit. Ich finde, das konnte man ganz gut beobachten und jetzt scheint sich das so langsam zu materialisieren und ich glaube, das wären Plattformen, also wahrscheinlich kommt Pinduoduo irgendwann nochmal auf 60, 70 Milliarden Umsatz. Shein ist, glaube ich, schon in dem Bereich und will nochmal richtig Gas geben. Aber ich glaube auch, dass Shein zum Beispiel das IPO-Fenster verpasst hat. Also da sie jetzt nicht mehr so stark wachsen, wird es für sie zunehmend schwer. Also sie durften nicht, also die USA haben sie kein IPO machen lassen, weil aus Supply Chain-Gründen, also weil die vielleicht doch bei den Uiguren produzieren lassen oder irgendwie Kinderarbeit oder so drin ist. Dann haben sie es in London versucht, aber jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass die Zahlen, glaube ich, inzwischen so schlecht sind. Wenn jetzt, können Sie jetzt sagen, wir vergleichen 2023 mit 2022, da zeigen wir noch gutes Wachstum. Aber wenn dann mal auf der Roadshow ein Analyst fragt oder sagen die potenziellen Investoren fragen, was ist denn das Current Trading? Also wie sieht es mit den aktuellsten Zahlen aus? Wie waren das erste Halbjahr? Wie waren das Q2? Kann man nicht sagen. Dann zeigt Shein wahrscheinlich, kann Shein schon gar nicht mehr so gute Wachstumszahlen zeigen. Die können Profitabilität zeigen, sind schon profitabel, soweit ich weiß. Aber ich glaube, die haben so ein bisschen das richtige Exit-Window verpasst. Man entsorgt sowas ja gerne dann immer sagen, zum Höhepunkt an die Börse. Das sollte schwer werden bei Shein. Und Pinduoduo wächst noch stark, aber das Wachstum verlangsamt sich schon. Und ich glaube, dass die Gesamtlage für Pinduoduo nicht mehr besser wird. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die Kunden immer weiter verbrennen, dass es auch so ein bisschen regulatorischen Gegenwind gibt. Man überlegt, das Zollgesetz und diesen Weltpostvertrag zu novellieren. Also die versuchen ja immer so unter der Zollgrenze von 150. Es gibt diesen De Minimis-Vertrag, nachdem man unter 150 Euro weltweit Dinge sozusagen als Geschenk oder so verschicken kann und die Zoll- und Einfuhr-Umsatzsteuer umgehen kann. Da gab es jetzt eine Stichprobe, wo man rausgefunden hat, dass 2 von 3 Paketen, die aus China kommen, falsch deklariert sind. Das heißt, wenn Christian Lindner fleißig wäre, könnte er sich da eigentlich ein paar Milliarden holen, indem er den Zoll da mal losschickt, statt sein Ministerium bewachen zu lassen vom Zoll. Genau. Ich glaube, also der Gegenwind wird stärker für Pinduoduo und obwohl die natürlich weiter wachsen werden, wird sich wahrscheinlich die Profitabilität nicht verbessern und das Wachstum wird runtergehen. Vielleicht können sie kostenseitig noch was machen, aber sie müssen natürlich Marketing weiter Geld ausgeben, um überhaupt das Wachstum auch zu halten. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da mehr Effizienz rauszuprügeln. Super, dein Bär der Woche. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Nee. Hast du noch andere, hast du noch China-Aktien? Hast du noch welche? Oder bist du so ein, ist ja eine der wenigen, jetzt, die noch gelaufen ist zum Schluss? Ja, ich habe noch eine in meinem mobilen Portfolio, das dann das deutlich kleinere ist. Ja. Habe ich die Luckin Coffee noch tatsächlich. Der Skandalfall, die sie wiederholt haben, oder? Die jeden Bon doppelt gedruckt haben und den Umsatz doppelt ausgewiesen haben. Das heißt, die sind mal, ich kann mal kurz nachschauen. Ich habe jetzt kein Netz gerade. Also kurze Story, die hatten schon mal eine super High-Flyer-Phase, sind auf, Sekunde, ich gucke jetzt doch mal nach. Ich habe Luckin-Kaffee, ich suche sie raus. So, wir haben sie, ja, du willst wissen, was sie gemacht haben? Am Höhepunkt. Ich gucke jetzt den US-Wert. Am Höhepunkt waren sie mal bei $50. Dann sind sie auf $2, glaube ich, eingestürzt. Mhm. Also haben quasi, was sind das, über 90% Verlust gemacht, 95% Verlust gemacht. Und hätte man bei $2 dann
sich reingekauft. Es waren sogar 95 Cent, um krass, genau zu sehen. Genau, 95 Cent. Hättest du bei 95 Cent gekauft? 2020. Am hättest du dein Geld verzwanzigfacht. Bis jetzt heute sind sie wieder bei 20. Bei 20, genau. Ja. Wow. Das ist die einzige China-Aktie. Sonst hast du nichts mehr? Wäre ansonsten sogar für Leute, die keinen hohen Risikoappetit haben, würde ich immer sagen, dann sollte man China lieber meiden, wegen der erheblichen politischen Risiken. Die Aktien sind da alle optisch ein bisschen günstiger, aber dann so wie in Russland, das war auch optisch günstig, hat sich im Nachhinein jetzt nicht sehr vorteilhaft. Also ich habe sehr gemessen an der weltwirtschaftlichen Bedeutung, habe ich deutlich untergewichtetes China-Exposure, wenn man so möchte. Okay, mit einer Kaffeeaktie. Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Es geht ganz schnell. Da geht es um Lukas Podolski. Der hat ja einen Döner rausgebracht, eine Dönerkette. Und der Dönerpreis ist ja gestiegen. Und jetzt will er, der Poldi, Robotik einsetzen, um den Dönerpreis, zumindest seine Marge zu retten und vielleicht nicht die Preise weiter ansteigen, sondern dass es jetzt zu fallenden Preisen führt. Da hätte ich da meine Zweifel. Und zwar will er das machen mit dem deutschen Unternehmen oder mit so einem Speck ist es, glaube ich, die heißen Zirkus. Ja, das war ein Direct Listing, glaube ich, ja, kein Speck. Genau. Ja. Mhm. Ach so, ist kein Speck? Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut. Ich hatte auch Speck im Hinterkopf, ja, aber es war ein Direct Listing. Genau, die sind an der Börse jetzt und jetzt will er mit denen zusammen Roboterläden machen. Ist jetzt nicht ein Bulle, weil ich denke, dass Circus die geile Aktie ist, was ich nämlich nicht glaube, was sie ist, aber ich finde einfach die Idee, Robotik für Döner, finde ich einfach, ich meine, es ist zwar immer schön, wenn man in den Dönerladen geht und da ein Mensch steht und dann nach einem erzählt, warum jetzt das Fleisch das Besondere ist und dann da auch noch so richtig, aber das kann, glaube ich, auch, wenn man diese Dönerflation, was ja gerade junge Menschen sehr beschäftigt, wenn man das runterbringen will, muss man das mit Technologie machen. Und deswegen finde ich die Idee gut. Ob es jetzt Circus ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die Bude dir mal genauer angeguckt hast. Aber ich finde einfach mal Robotik in so Standard-Essensprozesse, also in Systemgastronomie, nichts anderes, ist ja auch der Döner von Lukas Podolski, reinzubauen, finde ich eine gute. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche. Kurz und knapp. Ja, wir hatten es schon mal angeschaut im Rahmen des Doppelgänger-Podcasts. Ja. Da waren wir nicht super begeistert. Also das Versprechen ist ja quasi, wir sparen uns die Personalkosten bis zu einem gewissen Grad zumindest. Genau. Und so eine Roboter-Kitchen hat auch, man braucht weniger Platz als ein klassisches Restaurant. Die Küche ist klein, also 20 Quadratmeter, glaube ich, soll das Gerät am Ende groß sein. Und da spart man zwei signifikante Preiskomponenten oder Kostenkomponenten. Mhm. Trotzdem, die werben ja mit Preisen von irgendwie 4 € für eine Pasta Bolognese oder 5 € für eine Curry Bowl. Und ich glaube, so Bowls und Flüsse, also typische Eintopfgerichte kann man, glaube ich, ganz gut damit noch herstellen. Dass das technisch möglich ist, glaube ich. Aber am Ende, wenn man überlegt, in der Regel ist das Essen ja so ein Drittel des Wareneinsatzes. Und wenn du dann für 4 € was verkaufen willst, wie viel ist dann in die Zutaten noch reingegangen? Also da hole ich mir vielleicht lieber doch woanders meine Pasta als eine 4 € Pasta zu kaufen. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass man das automatisieren kann. Mhm. Ich glaube, dass es kann man damit, ich meine, es ist natürlich sehr skalierbar. Wenn es einmal funktioniert, ist es sehr skalierbar. Sein Gerät kostet 150.000 bis 200.000, das ist die Idee. Und es wird stabil funktionieren, das hat zumindest der Circus-Gründer gesagt. Das soll jetzt, wie gesagt, soll ein Döner mit hergestellt werden. Und Sie sagen, Sie haben lauter so Letter of Intents, also Vereinbarungen oder wie sagt man? Absichtserklärung, genau. Absichtserklärung. Das erinnert mich so ein bisschen an Lilium. Ich denke so, wenn du ein Produkt baust, was ich auf jeden Fall verkaufen würde, dann muss ich vorher nicht signalisieren, dass jemand das kaufen will, irgendwie in China oder in Asien. Dann baue ich es einfach und dann glaubt schon jeder, dass man damit auch Geld machen kann. Aber also 1600 Automaten sollen aufgestellt werden in Deutschland und 600 in Polen. Das ist die Absicht. Ja. Und sie testen, man muss ja sagen, die haben schon operatives Geschäft und testen das schon. Die hatten 2023 935.000 Umsatz. Das war auch schon mal 10-15% unter ihrer eigenen Schätzung. Also eigentlich soll man, wenn man in Kapitalmarkt geht, so ein bisschen aufpassen, dass man seine ersten Guidances, wenn möglich, eher übertrifft. So, das ist ihnen schon mal nicht gelungen. Haben ein bisschen weniger Geld verloren, fairerweise, muss man sagen. Also letztes Jahr rund 5 Millionen Verlust gemacht. Ich glaube, Cashflow minus 6 Millionen. Das ist bei Umsätzen von unter 1 Million natürlich viel Verlust. Aber fairerweise sind noch in der Aufbauphase, glaube ich, und noch nicht so ganz produktionsreif. Ich glaube, dass ich die Kostenstruktur nicht wirklich halten kann. Ob man dann auch so viel billiger ist, ich glaube, man muss wirklich deutlich billiger sein, damit Leute das spannend finden. Für Systemgastronomie ist doch. Aber was ich schon viel sehe, ist jetzt Pommesautomaten und Pizzaautomaten, habe ich schon mehrfach gesehen. Das ist aber nicht von den Typen. Nee, das machen, glaube ich, andere. Da glaube ich schon eher, dass man das in einer Stadt, wo eine
oder an einem touristischen Ort, wo sich eine Imbissbude vielleicht nicht lohnt, aber vielleicht ist ein, ganz oft macht man das so neben Hostels oder Budget-Hotels zum Beispiel, dass man da irgendwie für 7 Euro eine Pizza aus dem Automaten verkaufen kann, weil das ist ja relativ, die geht da TK kurz in irgendwie 400 Grad Ofen für 5 Minuten und dann kommt die heiß da raus. So, das glaube ich geht schon. Ob das jetzt auf alle Cuisinarten anwendbar ist, bin ich mir beim Döner, nicht so sicher. Das ist doch relativ. Und auch immer komisch. Also, du hast ja gerade gesagt, die Firma ist per Direct Listing an die Börse gegangen. Ja. Man muss sich ja fragen, warum kein Venture Capitalist das Modell finanzieren wollte vorher. Also, die sind, glaube ich, nicht an die Börse gegangen, weil sie dachten, das ist der beste Weg, jetzt zu Kapital zu kommen, sondern weil es eher wahrscheinlich der einzige Weg war. Sozusagen so ein Measure of Last Resort. Ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen Red Flag, dass kein Wagniskapitalfinanzierer das weiterfinanzieren wollte vorher. Zumindest zu den Konditionen, die sich vorgestellt haben. Das würde ich so ein bisschen, also es gibt ja Robot Kitchen Startups auch in den USA, die laufen nach meinem Verständnis, der Uber-Gründer hat, glaube ich, zum Beispiel eins gebaut, nach meinem Verständnis laufen die alle nicht so gut, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass kein Venture-Capitalist sich hier interessiert hat. Und ich habe so ein bisschen gefühlt, hier wird Risiko an die Retail-Anleger ausgelagert, was VCs nicht tragen wollten. Deswegen wäre ich vorsichtig, da reinzusetzen. Ich glaube aber prinzipiell, dass es technisch möglich ist. Ich glaube, dass man nicht auf die Preisstruktur kommt. Dann gebe ich die 70 Millionen ist. Eingesammelt an Risikokapital. Vorher, ja. Hat der 40 Herr steht, 40 erzählt. Steht, glaube ich, auf der Webseite. Werben sie, glaube ich, mit 40 oder 42, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, Direktplatzierung an die Börse, wenn Startup gerade mal Investoren. Ja. Genau, okay. Ja, genau. Vorher haben sie es eingesammelt, aber dann wollte es niemand weiterfinanziert, offenbar. Sonst hätte man ja einfach die nächste Runde geraced. Stattdessen ist man an die Börse gegangen. Normalerweise geht es andersrum. Oder ist man nicht so schnell, kann man mitmachen. Deswegen wäre ich tendenziell vorsichtig. 84 Millionen Market Cap mittlerweile. Schon eine Menge. Jetzt gucken wir mal, vielleicht Enterprise Value, was ist da? Also, muss ja noch ein bisschen Kohle im. Das steht leider nicht, kann man leider nicht sehen, schade. Weil wir nicht wissen, wie viel Kohle sie noch haben. Und die Frage ist, ist der Arbeitsanteil, also die man kann sagen, die Miete sinkt ein bisschen, aber es ist letztlich die Wegrationalisierung der Arbeit. Und wenn man sich jetzt durchrechnet, wie viel Arbeit in so einem Gericht drin steckt, also ich war gestern bei meiner Lieblingspizzeria, der macht schon mindestens eine Pizza pro Minute. Also mit zusammenlegen und aus dem Ofen rein, Ofen raus in die Packung. So, das heißt, da ist der Arbeitsanteil eigentlich so klein, lohnt sich da wirklich so eine 150.000 Euro Robotic Kitchen aufzubauen, um 1 Euro Stückkosten wegzurationalisieren, zumal man ja immer noch ein bisschen Kosten hat weiterhin. Ich glaube, die Unit Economics sind nicht so vorteilhaft, wie man das versucht. Du meinst auch, der Dönermensch, der sonst am Dönerstand ist, der ist sogar noch günstiger als der Pizzamann? Ja, der schafft auch einen Döner pro Minute mindestens. Da muss ich schon. Und überleg mal was, also das wären 50, 60 Döner, also wenn hoch, also zur Mittagszeit. Ne? Ja. Nachmittags hat er natürlich auch weniger zu tun. Aber was das dann pro Döner noch kostet, dann ist das, glaube ich, nicht der wichtigste Faktor. Also gerade an einem Dönerautomaten würde ich noch am wenigsten glauben. So eine Curry Bowl oder eine Spaghetti Bolo, das kriegst du, glaube ich, noch eher hin. Oh, jetzt hat er mir meinen Bullen hier schlecht geredet. Ich finde, der Zirkus wieder gar nicht mehr. Ich habe nur Angst, dass Leute da morgen alle diese Aktie kaufen. Nein, das soll keiner machen. Das wollte ich aber auch nicht mit meinem Bullen sagen. Ich finde nur die Idee, dass man einen Roboter einsetzt bei Systemgastronomie, finde ich halt eine gute. Aber wenn du sagst, jetzt müssen wir überlegen, bei McDonald's wird sich das lohnt sich doch. Ja, ich glaube, also die großen Systemgastronomen, deren das Zukunft wird auf jeden Fall sein, dass am Ende zwei Leute die ganze Filiale einen Tag lang betreiben, mehr oder weniger. Und das, dann wird das geht ja jetzt schon in die Richtung. Ist halt die Frage, ob das Circus auch anbietet. Oder ja, aber so, ich glaube, so Burger flippen und zusammenbauen, Pommes, das geht noch relativ einfach, oder ein Eisbecher. Ja. Wie gesagt, alles, was so Eintopfgerichte sind, auch ganz gut, aber Döner finde ich schon schwer. So, zack, ich überlege gerade, was der Roboter ist. Es gibt ja schon dieses Dönergerät. Der Gerät, kennst du? Nee. Du kennst der Gerät nicht? Nein. Google mal der Gerät. Okay. Das ist ein automatisches Dönermesser. Das gibt's halt schon. Ach, geht's schon gut. Dann, du bist ja vollkommen unbelesen, was Popkultur angeht hier. Gut, der Gerät. So, ich bringe dir nächstes Mal ein T-Shirt mit der Gerät. Der Gerät schläft nie. Was? Was? Der Gerät. Dönerroboter. Siehst du? Das ist ja Hammer. Ich sehe es hier gerade. Hat Poldi keine Wettbewerbsrecherche betrieben vorher? Stimmt, der sehe ich hier. Der Gerät. Ja, gut. Okay, machst du deinen Bull noch? Mein Bulle ist, ich habe eure letzte Episode gehört. Ja. Da ging es ja um Airbnb gegen Booking. Ja.
Und ich glaube schon, dass relativ gesehen Booking das bessere Geschäftsmodell ist. Also Grüße an Dietmar. Christ, Shoutout. Das war auch seine Hypothese, ne? Das war seine These. Seine These genau. Ist Booking. Ist also in fairer Weise sind sie relativ ähnlich bewertet, ne? Booking ist 6-mal Umsatz oder 22er Forward KGV. Airbnb ist 7-mal Umsatz oder 27er KGV. Noch wächst Airbnb ein bisschen schneller. 11% Umsatzwachstum, 11% Booking Revenue. Das ist ja so ein bisschen vorausschauend. Aber ich habe schon erhebliche Bedenken, wie lange Airbnb noch zweistellig wachsen kann. Ehrlich gesagt, weil sie so einen viel regulatorischen Gegenwind haben, dass dann Städte vorsichtig sind, wie viele neue Wohnungen man noch lizenziert oder zulässt oder ob man bestehende sogar verbietet. Und gleichzeitig merkt man, dass Airbnb wieder über Experience redet und irgendwelche sagen, Produkte, die sie mit anbieten wollen, was immer ein relativ klares Zeichen ist dafür, dass im Kerngeschäft nicht mehr so viel passiert. Booking fairerweise auch nur einstelliges Wachstum, aber eine sagen, viel höhere operative Marge. Ich glaube, Airbnb hat so 82% Rohmarge. Das ist schon ganz gut für einen Marktplatz, aber auch gar nicht so doll, ehrlich gesagt. Booking hat relativ gesehen noch höhere Marketingkosten, geben, glaube ich, ungefähr die Hälfte. Sekunde, muss ich mal kurz gucken. Aber ich glaube, geben so die Hälfte des Umsatzes tatsächlich für Marketing und Sales aus. Aber ich glaube, dass der Unterschied ist letztlich, Airbnb wird natürlich nicht in Hotels gehen oder nur sehr vorsichtig, um ihrer Marke nicht zu schaden. Gleichzeitig geht Booking aber längst schon in den Ferienwohnungsmarkt und hat natürlich viel mehr Markenbekanntheit da, glaube ich. Ich weiß, du bist ein großer Fan der Marke Airbnb. Dafür, dass die Marke so stark ist, gibt Airbnb aber immer mehr Geld für Marketing. Also die Marketingquote bei Airbnb steigt eher. Es gibt ja dieses Narrativ, die sind so stark als Marke, die müssen gar kein Geld mehr bei Google ausgeben. Das scheint so nicht so einfach zu stimmen. Zumindest unterstützen die Zahlen das nicht. Wenn man sich die Zahlen anschaut, steigern sie ihre Marketingausgaben sehr regelmäßig. Während Bookings relativ gesehen eher sinken, die Marketingausgaben. Ich glaube, Booking hat eine sehr gute Brand aufgebaut, ist so eine sogenannte Destination Site. Also wenn jemand Hotels bucht, dann geht er mehr oder weniger automatisch zu seinem Booking, HRS oder Expedia oder Hotels.com. Von daher, und also wurde in der Vergangenheit sehr gut gemanagt, sowohl was Akquisitionen angeht, als auch Margen. Hat natürlich auch ein paar regulatorische Thematiken, was Marktmacht angeht. In Spanien hat ihn gerade, ich glaube, 450 Millionen Strafe übergeholfen. Aber ich halte Booking für eins der am besten gemanagten Marktplatz- oder Reiseunternehmen. In der Vergangenheit hätte man sehr gut Geld verdient, wenn man einfach vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren auch noch in Booking investiert hätte. Hätte man fast immer, glaube ich, die Nasdaq outperformed. Oder auf jeden Fall sagen, bei sehr begrenztem Risiko, glaube ich, ähnliche Vergleichsstandards. Haben immer wieder Marktanteile abgenommen bei Expedia, dem vermutlich größten Konkurrenten. Und man sieht sehr stark, ne, dass wenn man jetzt in einer kleineren Stadt sucht oder es gibt nur noch wenig Hotelzimmer, dann findet man immer viele Airbnbs oder so Ferienwohnungen schon dazwischen oder so gemanagte Boutique-Hotels, wo so in einem Haus 6 Ferienwohnungen sind und dann tun die so, als wären das ein Hotel, aber da ist eigentlich nur eine Stunde am Tag jemand an der Rezeption oder so. Von daher würde ich sagen, dass ich für die nächsten 5 Jahre bullischer für Booking bin als für Airbnb. Die können nicht disruptiert werden dadurch, dass auch mal Trip kommt oder der kommt, während Airbnb ist viel mächtiger. Ich würde nie Airbnb mit was anderem ersetzen. Jetzt wirst du sagen, du kannst ja auch bei uns, bei Home2Go buchen. Aber irgendwie macht man es nicht. Aber bei Booking ist mir doch egal, ob ich HRS, Booking, Expedia oder sonst wie, die haben alle das gleiche Inventar und gut, Booking hat mittlerweile das Geschäftsmodell ein bisschen umgestellt, dass sie nicht mehr nur vermarkeln, sondern dass sie selbst aufs eigene Buch teilweise sogar nehmen und eine eigene, das anders umbauen, ja, aber irgendwie denke ich, ich glaube, bei da werden die Margen fallen, weil mehr Konkurrenz reinkommt. Und denen gehört das ja auch nicht alles. Und wenn die künstliche Intelligenz das macht und die Hotels vielleicht sich mal zusammentun und sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Booking, die meist gehasst sind von Hotels, dann muss es doch wegkommen. Ja, aber warum glaubst du, dass jetzt was passiert, was 20 Jahre lang nicht passiert ist? Also, dass Hotels sich endlich mal zusammentun könnte, das hätte jedes Jahr gestimmt, die letzten 10 Jahre. Ja. Und sie haben es nicht geschafft. Sondern sie sind so ein fragmentierter Markt aus einzelnen Playern. Selbst so ein Marriott hat nicht die Macht zu sagen, wir stinken gegen Booking an. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch nicht mehr passieren wird. Gleichzeitig bei Airbnb ist die Marke, glaube ich, nicht so stark, dass sie zum Beispiel Preisexklusivität verhandeln können. So, Booking, bei den Hotels ist ja so, du kriegst ein Hotel nicht günstiger.
im Moment, weil sie die glaube ich, sagen, wettbewerbsfeindlich ist, die Klausel, aber die gibt's nun mal. Und diese sorgt dafür, dass jeder weiß, ich brauche nicht mehr auf dem Trivago vergleichen oder ich muss nicht mehr die Hotelseite anschauen, ich gehe direkt zu Bookings, kriege vielleicht sogar einen besseren Preis als auf der Hotelseite. Ich habe besseren Kundenservice in der Regel, ich habe alles in einer App, wie Dietmar so schön gesagt hat letztes Mal. Ja, stimmt ja. Und bei Airbnb ist es schon auch so, bei Fernwohnungen kannst du, je nachdem, welche Plattform du willst, schon noch Geld sparen. Also Airbnb hat ja bekanntermaßen eine ganz sportliche Take-Rate von 15%+3%, so ungefähr, wenn ich mich nicht irre. Und das zahlst du als Kunde natürlich mit. Und es gibt durchaus Plattformen, ich will jetzt keine nennen, aber wo man dann teilweise die Fernwohnung auch günstiger noch bekommen kann. Kannst du gern? Bei euch? Verschiedenste. Man kann es beim Anbieter selbst machen. Bei Home2Go gibt es manchmal ein günstiges Angebot, glaube ich. Von daher, ich glaube, es sind beides, zumal Airbnb jetzt von der Bewertung eigentlich ganz fair runtergekommen ist. Ich würde sagen, tendenziell sind die beide fair bewertet, aber tendenziell glaube ich, dass Booking mehr Marktmacht hat. Es würde sich natürlich alles, also meine Hypothese würde sich sofort ändern, wenn jetzt mehr Regulatoren nochmal danach greifen. Aber ich glaube, dass Booking strategisch in einer besseren Lage sind. Zumal sie da Marktanteile, also warum verliert Airbnb Marktanteile? Natürlich auch, weil Booking Fernwohnungen ausbucht. Jetzt kann man sagen, jetzt geht ja keiner wegen der Fernwohnung zu Booking. Aber der wollte halt vielleicht ein Hotel, bucht dann eine Fernwohnung, die dann ganz, ganz gut gemanagt ist, irgendwo in Rom zentral oder in Valencia oder was weiß ich. Und selbst wenn diese Person gar nicht zukünftig Booking-Kunde für Fernwohnung wird, hat er diese Fernwohnung ja blockiert und die kann auf Airbnb nicht mehr gebucht werden. Also du hast trotzdem eine Konkurrenz, ohne dass ich sozusagen treuer Booking-Kunde wird. Selbst wenn ich nur ab und an mal eine Fernwohnung über Booking aus Versehen buche oder weil es mich spontan anspricht, dann blockiere ich dieses Inventar damit ja schon für Airbnb-Kunden. Das heißt, die kann nicht nochmal über Airbnb vermietet werden. Ne? Also jede, die wird einmal über Home2Go oder über Booking oder direkt vermietet. Und in dem Moment, das Inventar ist ja nicht nur die Anzahl der Fernwohnungen, sondern die Available Room Nights sozusagen. Wie viele Nächte sind potenziell verfügbar? Und deswegen glaube ich, dass Booking ist ein sehr aggressiver Competitor in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, die meinen das sehr ernst mit dem Fernwohnungsmarkt. Okay, also dein Bulle der Woche, Booking. Dann kommen wir jetzt noch, weil wir wollen ja, die Stunde haben wir zwar jetzt schon gerissen, aber jetzt wollen wir trotzdem noch im Schnelldurchgang die Non-Profitable Tech-Unternehmen durchgehen. Und zwar hatten wir ja vergangene Woche, hat sich so ein bisschen angefühlt. Wir hatten sinkende Zinsen und dann Big Tech war eher nicht so gut, aber Non-Profitable Tech war der große Renner, 8% letzte Woche der Non-Profitable Tech-Index von Goldman Sachs gelaufen. Und das wollten wir mal zum Anlass nehmen. Da sind jetzt 75 Titel drin. Die wollen wir jetzt nicht alle hier besprechen, sondern du hast dir ein paar rausgesucht. Und die wollen wir mal besprechen. Was können die? Und vor allen Dingen willst du den Leuten ja mitgeben, so ein bisschen wie man angelt. Nicht die Fische so rüberreichen, sagen hier, bitte, Fisch. Sondern du willst ja den Leuten sagen, wie können die jetzt beispielsweise diese 75 Unternehmen sich angucken und selbst daraus versuchen, rauszufinden, ob das jetzt was für Long oder für Short oder für gar nichts ist. Ja, wir können mal über den grundlegenden Sachen anfangen. Also genau. wir werden jetzt gleich immer über Sales Multiples sprechen. Und jetzt würde man eigentlich sagen, es ist 2024. Wir schauen noch nicht mehr auf Umsatz Multiples, sondern auf KGVs. Aber das ist ja bei den Unternehmen gerade nicht möglich, weil die eben noch keine Gewinne machen. Genau, non-profitable. Sind gerne wortwörtlich nicht profitabel und damit also gibt es auch gar keinen KGV oder keinen Price-Earnings Multiple. Das heißt, wir reden trotzdem über Sales Multiples. Ein guter Weg, sich aber sagen, einer realistischen Sichtweite schon weiter anzunähern, ist zum Beispiel auf ein Gross-Profit-Multiple zu schauen. Also der Gross-Profit ist ja quasi der Umsatz minus die Entstehungskosten der Dienstleistung, ist ja meistens Dienstleistungsunternehmen in dem Fall. Und das ist schon mal nicht so gut wie ein KGV. Aber es ist besser als ein Umsatz-Multiple, weil eine Firma, die, wir haben ja zum Beispiel, wir sprechen später über Opendoor, die sind nur mit 0,4 mal Umsatz bewertet, kann man sagen, das ist doch super günstig. Ja, aber die verkaufen halt Häuser und deren Marge ist irgendwie nur 5-6% an jedem Haus, was sie verdienen. Das heißt, da ist es viel spannender, auf die Rohmarge zu schauen. Das heißt, wenn man versucht, diese Firmen zu pricen, würde ich am ehesten auf das Rohmargen-Multiple oder nicht Rohmargen, sondern Rohertragsmultiple schauen. Wenn die negative Rohmarge haben? Ja, also in Firmen mit negativen, das haben wir ja so bei Plug Power oder Beyond Meat das und was da so gab. Oatly, glaube ich, mal ganz kurz. Also Geschäftsmodelle, die eine negative Rohmarge haben, das kann entweder, muss man sehr gute Sachgründe haben, warum das vorübergehend mal so ist. Vielleicht, weil man noch startet. So wie Circus vielleicht, die noch nicht gar nicht produktiv sind oder noch nicht in der Massenproduktion sind. Da kann man das mal verargumentieren. Aber wenn in Anführungsstrichen gestandene Unternehmen wie ein Beyond Meat oder eine Plug Power
sagen, die schon Milliardenumsätze machen teilweise, wenn die dann immer noch auf negativen Rohmargen operieren. Also das heißt auf Deutsch, ich verkaufe Dinge billiger, als ich sie selber einkaufe. Der Umsatz ist niedriger als der Verlust. Ja, also das ist immer ein guter, also die soll man vielleicht nicht anfassen. So, und hätte man darauf gehört in der Vergangenheit, also wir haben eben diese Unternehmen ja mal sehr kritisch besprochen im Doppelgänger-Podcast, da wäre man ganz gut mit gefahren, die zu meiden, ist mein Gefühl. Wir treffen nicht alle Gewinner sehr gut, aber die sagen, wenn wir sagen, irgendwas macht keinen Sinn, dann haben wir fast immer, oder nicht fast immer, aber in der Mehrheit der Fälle recht. Damit würde ich hat der Hedge, die müssen ja irgendwie zu dir gekommen und sagen, Mensch, Pip, weißt du, wir haben dich gehört, wir finden deine Aktienanalyse klasse. Haben die ihnen gesagt, du hast bei den Shorts so super abgeschnitten und deswegen wird das für einen Hedgefonds gut passen? Oder was, nee, was also haben die kamen dir nicht besonders über den Podcast, sondern sozusagen waren eine Mund-zu-Mund-Empfehlung, sagen aus vorheriger Arbeit für einen anderen Kapitalgeber. Okay, gut. Gut. Genau, fangen wir mal an. Den Rest machen wir einfach am Beispiel. Fangen wir zum Beispiel mit Affirm. Ne? Affirm ist ein Buy Now, Pay Later Anbieter, also macht das, was auch Klarna macht. Ist noch unprofitabel und zwar verlieren sie 29% negative operative Marge. Also 29% Verlust noch, wachsen aber immerhin um 55% beim Umsatz. Da kann man jetzt sagen, und sind bewertet mit 5x Umsatz, 10 Milliarden wert. Wie gesagt, wachsen mit 55% und stellen sich immer verschiedene Fragen. Also das, man kann die Frage nach Bewertungen stellen, aber dann die Grundfrage ist erstmal, ist diese Firma überlebensfähig? So. Und da bietet sich immer an, sagen nicht nur auf das Gap-Ergebnis zu schauen, sondern vielleicht auch einfach mal auf den Cashflow, um einfach zu sehen, dann hat die Firma noch zukünftig Kapitalbedarf und muss dann regelmäßig durch Kapitalerhöhungen verwässert werden. Oder sagen, sind die zumindest Cashflow-positiv. Und in dem Fall ist es so, dass Affirm tatsächlich seit 4 Quartalen in Folge schon Cashflow-positiv ist. Nämlich das, was dann in der Regel das Gap-Ergebnis, also die strengeren Buchhaltungsstandards, runterzieht, ist in aller Regel die Share-Based Compensation, die Mitarbeitervergütung mit Aktien. Und die zieht dann die Aktie quasi in die Verlustzone. Aber da wird man sagen, in Anführungsstrichen nur verwässert. Die Company verliert immerhin keinen Cash bei Affirm. Plus, man kann hier sagen, dass sie haben vor 5 Quartalen haben sie noch 81% negative Marge gehabt. Die haben sie sehr gut abgebaut auf nur noch minus 29. Das heißt, man sieht, die haben eine Operating Leverage, sie können offenbar bei Kosten sparen, trotzdem wachsen. Das muss auch, das ist eigentlich das Verrückte, dass sie ihre operativen Ausgaben komplett auf Nullwachstum im Q4 letzten Jahres gesetzt haben und trotzdem aber aggressiv weiter wachsen mit fast 50%, inzwischen sogar 55%. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn eine Firma, die wird dann per Definition produktiver, ne? Also gleiche Kosten, aber 55%. Wenn du KI jetzt einsetzt im Kundenservice, Affirm, kann man sich ja vorstellen, so wie Klarna, dann brauchst du keine neuen Leute, so brauchst du sogar weniger und hast trotzdem noch Wachstum. Und das sieht man interessanterweise bei beiden Firmen, so wie wir beobachten, es gibt ja dieses Sheet, doppelgänger.io/sheet, da kann man sich die Zahlen anschauen. Und sowohl bei Affirm als auch Klarna sieht man, dass sie eigentlich viel, viel effizienter und produktiver werden. Nämlich die cutten entweder Kosten oder steigern ihre Kosten nur sehr moderat und wachsen aber wirklich hoch zweistellig. Hier in dem Fall 55%, Klarna müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber ähnlich. Und von daher mit dem hohen Wachstum ist natürlich absehbar, dass man wahrscheinlich in die Gewinnzone kommen kann. Sie haben natürlich so ein bisschen auf dem eigenen Balance Sheet auch Konsumentenkredite, die schnell auch mal sauer werden kann in konjunkturellen Schweren. Der US-Consumer, dem geht es nicht mehr so gut. Habt ihr bestimmt bei Alles auf Aktien immer mal besprochen, wie in der Vergangenheit. Aber zum Glück sind das ja relativ kurze, so revolvierende Kredite. Ne? Also man hat ja keinen 12-Monats- oder 24- oder 20-Jahres-Kredit bei der Firm, sondern nach 3 Monaten sind die meisten Sachen ja schon abbezahlt. Das heißt, das Kredit- oder das Zinsänderungs- oder das Risikoänderungsrisiko bei den Kreditbeständen ist nicht ganz so groß, wie man vielleicht denken würde. Von daher finde ich Firm, war in der Vergangenheit kein großer Fan von dem Modell. Ich finde aber zumindest so zahlenseitig bin ich deutlich weniger besorgt. Einfach, weil sie gezeigt haben, dass sie ihre Kosten gut in den Griff bekommen haben, trotzdem oder eigentlich fast schneller wachsen als zuvor, obwohl sie deutlich Kosten gespart haben. Und das Gleiche gilt für Klarna. Die Frage ist eher, würde ich eher eine Firma oder einen Klarna präferieren? Und ich neige fast inzwischen zu sagen, Klarna. Ein Klarna, ja. Weil die, aber die sind ja nicht in der Börse, die musst du warten. Genau, man kann das so ein bisschen über keine Empfehlung sollte man nicht machen, aber man kann über Secondary Marketplaces tatsächlich das schon kaufen. Aber, Was
was interessant ist, wenn ich mir das angucke, sind auch Analysten nicht sonderlich begeistert von. Also bei Affirm jetzt nur 32% sagen kaufen und das durchschnittliche Kursziel liegt nur 20% über dem aktuellen Kurs. Also insofern, aber spannend mal zu sehen, wie du es analysiert hast. 9,8 Milliarden ist der Laden mittlerweile wert und ist noch, 82% unterm Allzeithoch. Das ist schon. Ja, da werden sie auch so schnell nicht wieder rankommen, glaube ich. Aber ich glaube, sie sind inzwischen einigermaßen fair bepreist. Und würdest du sowas angucken, so alte Marken, wo sie mal waren? Da sagen viele auch, oder würdest du sagen, das ist völlig egal, das war alte Übertreibung, der Aktienkurs erinnert sich nicht. Also. Ja, ich war erstaunt, ich habe neulich mit einem relativ großen institutionellen Investor geredet. Und der meinte auch tatsächlich bei einem Investment so, wir wollen da mindestens unser Geld zurückbekommen. Oh, das ist ein richtiger kleiner Anleger. Genau, ein richtig kleiner Anleger-Denkweise. Geil. Also ich halte es für so eine Fallacy. Also so sollte man nicht denken. Sondern du fängst immer, du musst dich jeden also ich sage Leuten immer, du musst dich heute fragen, würdest du heute nochmal zu dem Preis in diese Aktie investieren? Und wenn nicht, dann nimm die Verluste mit. Vielleicht hast du sogar einen Steuergewinn dadurch oder eine Steuersparnis. Ich stehe dir ein, dass du falsch lagst und fertig. Das muss man natürlich auch tun. Das ist natürlich immer jedes Mal eine humiliation persönliche Du hast ja Opportunitätskosten. Du verzichtest ja darauf, in eine bessere Aktie zu investieren, weil du an irgendeinem Verlierer dran bleibst. Hast. Natürlich tut das emotional so ein bisschen weh, wenn man da mit 80% Verlust aussteigt. Aber das Gute ist, man rettet ja sozusagen einen Teil seines Principles und kann das dann wieder in die nächste Wette stecken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktie, die jetzt Momentum hat, besser läuft als. Also ich versuche so selten wie möglich auf irgendwelche Turnaround-Cases zu setzen. Es ist so klein, dass du mittlerweile denkst, es ist einfach so ein Stachel im Fleisch, das gucke ich mir an, um mir zu zeigen, wie doof ich war. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Liste der non-profitable Tech-Companies natürlich immer kleiner wird. Ne? Also weil viele Firmen tatsächlich in die Gewinnzone drehen. Also würde man jetzt sogar auf Cashflow positiv wechseln, dann wären da wahrscheinlich keine 25 Unternehmen mehr in der Liste. Oh. Das heißt, es ist insgesamt schon ein ganz gutes Zeichen. Gut. So, dann haben wir noch Asana. Ja. Das ist so eine Kollaborationssoftware. Hat noch leider keine Q2-Zahlen draußen, aber im Q1 sind sie noch gewachsen mit 13%. Und Profitmarge ist oder operative Marge ist minus 38%. Das ist zum Beispiel schon ein bisschen komplizierter. Ne? Also die wachsen nur noch mit 13%. Tendenziell verlangsamt es sich auch noch weiter. Mhm. Solange man da den Turnaround nicht gesehen hat, muss man davon ausgehen, dass sie immer langsamer wachsen. Und dann dauert es natürlich viel länger, in die Gewinnzone reinzuwachsen. Und ihre operativen Ausgaben haben sie zwar mal schon einigermaßen reduziert, aber auch, ich würde sagen, nicht drastisch genug. Deswegen bleibt die operative Marge eigentlich im letzten Jahr relativ schlecht bei zwischen 38 und 42% oder 45% teilweise Verlust. Also ist nicht so ein klarer Trend wie bei Affirm zu sehen. Der Free Cashflow ist auch noch negativ. Der könnte so nächstes Quartal oder Ende diesen Quartales vielleicht ganz knapp ins Positive drehen. Das ist durchaus möglich, aber nicht ganz sicher. Würde sich jetzt nicht aufdrängen. Wenn man überlegt, dass die auch fünfmal Umsatz kostet, fairerweise, was Asana spannend macht, ist, sie haben so eine brutal hohe Rohmarge. 90, das habe ich hier gesehen, 90,1. Wie kommt das? Ja, das ist ein relativ simples Produkt. Ne? Das hat schon viel Nutzen bei der Kollaboration. So Teams setzen das ganz gerne ein. Manchmal bringt das so ein Mitarbeiter in die Firma mit, dadurch sind die Marketingkosten dann auch nicht ganz so groß. Aber es ist eine relativ simple Software mit niedrigen Hosting- und Erstellungskosten. Und dann kann man halt das Zehnfache von den Erstehungskosten quasi als Preis chargen. Und so kommen dann die Kosten her? Der Rest ist Marketing so hoch? Oder was? Jetzt muss ja irgendwo noch richtig hohe Kosten sind, die irgendwie Overhead, ist das Management so teuer? Werden die Leute incentiviert? Haben 155 Millionen Rohertrag. Ja. Und davon gehen 104 schon mal in Sales und Marketing. Gut zwei Drittel des Rohertrages geht direkt in Sales und Marketing. Und dann haben sie auch 200 Millionen Share-Based Compensation im Jahr. Das hilft sicherlich nicht. Okay. Gut, verstanden. Genau. Dann ist die nächste. Brace hast du hier noch. Genau. Brace ist eine Customer Engagement Plattform, nennt man das. Also das ist, wenn ein Online-Shop oder eine Dienstleistung, ein Uber oder so, mit euch Kontakt aufnehmen will, irgendwie über SMS oder über Push-Notifications, über E-Mails, so, dann kann man das einheitlich managen mit Brace, dass das ein bisschen Systematik bekommt und ein bisschen Schleue dahinter. Die verlieren noch, wir sind ja bei Unprofitable Tech, das heißt, die verlieren auch noch 30% operative Marge, wachsen aber auch mit 33% und
da kehrt sich, da kann man schlecht erkennen, ob so das Wachstum sich weiter verlangsamt oder wieder beschleunigt. Also die taumeln gerade so ein bisschen um die 33% rum. Mal sind sie ein Quartal drüber, mal drunter, aber es sieht so aus, als wenn man noch nicht 100% klar sagen kann, dass das Wachstum sich weiter verlangsamt. Mhm. Es sieht eher so aus, als wenn es sich auf über 30% einpendelt. Und dann kann man auch sagen, die sind natürlich auch operativ Cashflow schon positiv, sondern es ist einfach, der Kunde, die verlieren, habe ich gesagt, 30%. Das entspricht 40 Millionen und von diesen 40 Millionen sind Stock-Based Compensation 28 allein. Das heißt, ohne das wären sie schon fast profitabel. Sind aber auch deutlich teurer, zahlt man neunmal Umsatz für. Und das ist insofern problematisch, dass die Rohmarge nur 67% ist. Also von jedem Dollar, den sie umsetzen, behalten sie nur 2/3 als Rohertrag, weil sie selber auch Kosten haben, um diese SMS zu verschicken oder die Push-Notifications oder. Haben sie selber hohe Server- oder Telekommunikationsanbieterkosten. Deswegen ist die Rohmarge nicht so gut. Also ich bin mir sicher, dass eine Firma ist, die auch nach Gap EBITDA positiv sein oder Net Profit profitabel werden wird. Die Frage ist, wird es eine Firma, die jemals auf eine 20% plus Profitmarge kommen kann? Da müssen sie halt schon sehr groß für werden. Aber 33% Wachstum, wenn sie das weiter halten kann, ist das nicht ohne. Haben ihre Kosten sehr gut im Griff. Die wachsen deutlich langsamer als der Umsatz. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie an der Rohmargen Thematik, weil sie natürlich auch Konkurrenten haben. Die großen Cloud-Anbieter bieten ähnliche Services an. Und Twilio kann so ein bisschen sowas. Mhm. Es gibt noch Brevo und ein paar andere Anbieter. Salesforce macht sowas auch, Adobe macht sowas auch. Das heißt, sie können... Macht sowas HubSpot? HubSpot macht das auch für kleinere, noch ein bisschen kleineres Segment, würde ich sagen. Also es ist nicht ganz einfach. Aber ich bin optimistisch, dass sie profitabel nach Gap werden. Okay. Auch, also ein solides Halten höre ich daraus. Also Analysten sind alle begeistert. 100% der Analysten sagen kaufen und das Kursziel ist 31% über dem aktuellen Kurs. Also man sieht ja, dass es gemocht wird, weil es 9-mal Sales hat statt 5-mal Sales Bewertung. Aber das liegt gemacht. Dass noch 33% Wachstum zeigt einfach und dass es eben schon seit 5 Quartalen Cashflow positiv ist. Das heißt, Verwässerung ist hier, wenn überhaupt, das Problem. Und sicherlich werden sie irgendwann das Geld auch einsetzen, um die Shares wieder zurückzukaufen, denke ich, wenn sie mal ein schlechtes Quartal haben wahrscheinlich. Jetzt machen wir noch eine Aktie, wo ich schon weiß, dass du sie überhaupt nicht magst. Fastly. Ja, und auch schon seit langem. Das würde ich auch sagen, das wäre auch ein guter Pair-Trade gewesen. Hätte man Cloudflare gegen Fastly? Genau, oder was Cloudflare bin ich ein großer Fan von. Und Fastly war ich nie ein Fan von. Hätte man vor 5 Jahren sein Geld in Cloudflare gesteckt, hätte man es vervierfacht, zwischendurch sogar verzehnfacht. Aber selbst was heute, hättest du mit Fastly gemacht, ein Minus? Fastly hättest du von 27 auf 6, da hast du so 78%, schätze ich, oder so verloren. Das hättest du noch drauf gekriegt. Wow, jetzt hätten wir also... Also ist einmal vervierfacht und einmal geviertelt sozusagen. Das wäre ein ganz schöner Pairtrade gewesen. Sehr gut. In der Zwischenzeit, also sie sind beide mal relativ hoch gegangen, als Cloudflare sich verzehnfacht hatte sogar vom Einstandskurs vor 5 Jahren. Aber ja, also es ist so ein bisschen wirklich wie Licht und Schatten. Also an Cloudflare kann man sehen, wie eine sehr gute IT-Infrastruktur-Aktie funktioniert. Und an Fastly sieht man, wie jemand, der im gleichen oder sehr ähnlichen Segment tätig ist, einfach nichts auf die Reihe bekommt, weil das Produkt einfach nur der schlechteste, zweitbeste. Und es gibt ja noch weitere Konkurrenten. Also auch Amazon hat CloudFront und sagen die großen Cloud-Hoster haben da auch ihre eigenen Lösungen. Aber Cloudflare bleibt so ein bisschen der teure Innovation-Leader. Probleme fangen auch bei Fastly mit der Rohmarge an. Die ist nur 55%. Das ist für IT-Software schön problematisch. Das heißt, von jedem Umsatz kannst du noch 55 Cent für die operativen Ausgaben verwenden. Dann hat man aber, also von 132 Millionen Umsatz bleiben 73 Millionen als Rohertrag übrig. Davon gehen dann 53 Millionen in Marketing. Und dann ist halt für R&D und Overhead und sowas nicht mehr viel da. So macht man bis heute noch 35% negative operative Marge. Vor einem Jahr waren es 40, also es ist auch nicht so, dass sich das deutlich verbessert. Und warum verbessert sich das nicht? Weil der Umsatz nicht wächst. Also es gibt ja so ein Operating Leverage, da geht man davon aus, wenn die Kosten nicht so schnell wachsen, aber der Umsatz wächst, dann wird man automatisch jedes Jahr ein bisschen profitabler. Das nennt man Operating Leverage. Ne? Man könnte auch sagen Fixkostendegression. Also der Fixkostenanteil wird immer weniger wichtig, je mehr Umsatz man macht. Aber Fastly ist jetzt schon das dritte Quartal in Folge geschrumpft. Also in der Quartals-zu-Quartals-Ansicht. Zum Vorjahr wachsen sie noch um 8%, aber zum Vorquartal haben sie
Netto-Geld verloren. Deswegen ist die Magic Number, also die Sales-Effizienz, auch negativ. Das heißt, sagen Sie, Sie geben 53 Millionen für Marketing aus, haben aber eine Million weniger Umsatz als im Vorquartal. Das ist natürlich nicht, was der Sinn von Marketing ist, dass man weniger Umsatz macht als im Vorquartal. Das heißt, Sie verlieren Kunden oder Kundenvolumen. Minus 35% Marge bei nur 8% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Wahrscheinlich bald Stagnation oder sogar negatives Wachstum. Auch nicht Cashflow positiv, nicht super negativ, aber so auf jeden Fall noch nicht Cashflow positiv. Und all das sorgt dafür, dass es nicht so richtig schön ist. Das ist bei Analysten nicht beliebt. Also ganz wenig, 7% sagen nur kaufen und das Kursziel ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also das, man kann natürlich sagen, die kosten nur anderthalb Mal Umsatz. Ne? Also die sind auch genauso bewertet wie eine Company, die nicht besonders, also die noch nicht durch ist, so richtig. Sind 1 Milliarde wert und machen so irgendwie 700 Millionen Umsatz. Also sind entsprechend günstig gepriced, aber ich würde mir immer lieber einen teuren Gewinner kaufen. Als einen billigen Schrottladen. Dann haben wir in der Liste noch Grab. Grab ist sowas wie Uber in Südostasien, kann man sagen, hauptsächlich in Südostasien. Wahnsinnig teuer, 12 Milliarden bewertet, 12,7. Ja, genau. Obwohl Uber ist ja mittlerweile 150. Also sieht man auch, was diese Liefer- oder diese Mobilitätsdinger mittlerweile wert sind. Was ist da passiert? Sind alle profitabel jetzt geworden, oder? Genau, Uber ist profitabel geworden, Grab hat es noch nicht geschafft. Diese 13 Milliarden entsprechen 5-mal Umsatz. Aber auch hier muss man sagen, wäre schlauer, auf den Rohertrag zu schauen. Die Rohertragmarge ist nur 42%. Also sie haben die deutlich verbessert, fairerweise. Die war 34% vor einem Jahr, jetzt ist sie 42%. Vielleicht so ein bisschen auch auf Kosten der Fahrer optimiert. Gleichzeitig sparen sie Kosten. Die operativen Ausgaben haben sie um 10% gesenkt. Und dadurch machen sie nur noch 8% operativen Verlust, nach 31% Verlust im Vorjahr. Also dann gutes Kostensparprogramm, während sie den Umsatz moderat gesteigert haben. Aber Uber hat keine 17%. Höhere Crossmarge. Ich gucke gerade nach 39 nur. Also auch nur 40, 39. Mhm. Also das scheint nicht das Grundproblem zu sein. Also wenn ich jetzt Uber mehr anschaue, die scheinen dann aus diesen 40... Uber hat halt mehr Scalen, also ist einfach größer und älter. Die Frage ist hier, also Grab macht minus 8% Marge und wächst mit 12,6%. Und ich zahle 5-mal Sales dafür. Ich kriege aber Uber gerade für 4-mal Sales. Die wachsen schneller und sind EBITDA-positiv. Gut. Denn, also warum muss ich mir irgendwie in Südostasien so eine komische Bude zusammenkaufen, die langsamer wächst und unprofitabel ist, wenn ich für weniger Geld das Original im Westen relativ sicher, relativ berechenbar, wo das Margenprofil schon relativ klar ist, kaufen kann? Und wo die Konkurrenz eine, also Uber konkurriert natürlich noch in manchen Ländern mit Lyft, mit Volt, mit ein paar anderen Lieferdiensten auf der Bolt, auch wieder bei Taxi-Dienstleistungen, Delivery ein bisschen. Aber Grab hat halt in Südostasien auch nochmal ganz andere Konkurrenten. Von daher würde ich in dem Fall lieber auf Nummer sicher gehen und einen Uber kaufen. Wenn man unbedingt Delivery machen will, dann lieber einen Uber, statt hier mehr Geld auszugeben für die schlechtere Company. Ist Delivery das Hauptding oder würdest du sagen, es ist Mobilitätsdienstleistung? Bei beiden so Hälfte. Also, aber was ist die größere Fantasie, dass irgendwann das selbstfahrende Auto kommt und wir dann noch günstiger, also wir Taxi quasi zum, weiß ich nicht, marginalen Kosten von null fahren können fast. Ja, also und die dann sich dumm und doof finden. Taxi hat größere, höhere Margen. Also da hat Grab 15,6% Take Rate, bei Essen nur 12,5%. Ich denke, weil die Konkurrenz intensiver ist bei Essen. Und ja, ich meine, autonome Autos würden sowohl dafür zuführen, dass du das Essen als auch die Mobilitätsdienstleistung günstiger bekommst am Ende. Weiß nicht, würde ich jetzt gar nicht mich entscheiden wollen, was sexier ist. Im Moment ist bei Grab ist Deliveries noch größer, bei Uber ist, glaube ich, relativ klar, dass Mobility, also Taxigeschäft, größer. Ich glaube, das Taxigeschäft ist vielleicht spannender. Dann kommen wir Open Door. Was hast du uns da mitgebracht? Open Door ist ein Hausflipper. Das heißt, sie kaufen auf eigenes Balance Sheet Häuser auf. Das kann gut gehen, das kann aber auch in einem Downturn schlecht laufen. Genau, aber es geht gerade wieder hoch. Also insofern, es gab auch eine Weile, wo es runterging mit dem Immobilienmarkt in Amerika, mit den steigenden Zinsen. Genau. Hat natürlich ein brutales Zinsexposure, so ein bisschen wie so eine Vonovia auch oder so. Also nicht ganz so stark, aber... Die schrumpfen noch gegenüber dem Vorjahr, aber man sieht so, es gab ein Tal im zweiten Halbjahr des letzten Jahres. Und von da
wachsen sie eigentlich fast wieder 50%. Wie gesagt, zum Vergleichsquartal des Vorjahres sind sie noch ein Viertel kleiner. Aber man sieht relativ klar, dass so ein Turnaround beim Umsatz geschafft ist. Rohmarge ist da zum Beispiel nur 8,5%. Ne? Deswegen kann man das jetzt am Umsatz bewertet, wäre das 0,4 mal Umsatz. Aber es ist auch 5 mal Rohmarge zum Beispiel, wenn man es so bewerten möchte. Bei 2 Milliarden sind sie wert. Mhm. Machen Umsatz zu Runrate jetzt 6 Milliarden im Jahr. Behalten aber nur sozusagen als Rohertrag in den letzten 12 Monaten 400 Millionen übrig eigentlich als Rohertrag. So, dann kommt halt Marketingkosten und sowas alles anteilig. Und die operative Marge ist noch minus 5%. Also sie verlieren noch Geld, aber man schaut dann natürlich so ein bisschen auf die Contribution, also ob die einzelnen House-Deals Geld verdienen oder nicht. Und da muss man sagen, die verdienen Geld. Also sie machen im Schnitt 95 Millionen Überschuss, sozusagen wenn man die einzelnen Deals anschauen würde. Aber die HQ-Kosten, also das Corporate Headquarter oder die Gemeinfunktion der Firma, die sind noch dafür verantwortlich, dass sie weiterhin negativ immer. Hier kann man natürlich sagen, wenn die jetzt weiter schaffen zu wachsen wieder, dann kommen die sehr sicher in profitables Territorium. Da ist doch ein wahnsinniger, ist da ein hohe operative Leverage drin? Ich überlege gerade. Ja, du hast die Marketingkosten sind relativ abhängig vom Umsatz. Ja. Also die skalieren, würde ich sagen, fast Sekunde, können wir auch mal schauen. Also die skalieren in dem Fall sogar langsamer runter als der Umsatz, wahrscheinlich, weil sie weiter ein bisschen Gas geben. Also die Marketing, ich würde sagen, grundsätzlich läuft Marketing eher parallel mit dem Umsatz. Aber die Technology und Development Kosten, also R&D oder Forschung und Entwicklung, die hängen natürlich nicht davon ab, wie viele Häuser man verkauft, sondern da gibt es ein Operating Leverage. Wenn du das gedeckt hast, musst du es dann richtig, und dann musst du auch einen riesen Gewinnsprung dann irgendwann, wenn du da an der Grenze stehst. Genau, eigentlich musst du schauen, was verdienst du mit einem Haus nach Marketing und dann kannst du berechnen, wie viele Häuser musst du verkaufen, bis du die Gemeinkosten gedeckt hast, so ein bisschen. Da scheinen sie auf einem guten Weg zu sein. Wie gesagt, nur noch 5% Verlust. Sie sind nicht Cashflow-positiv, aber das liegt auch daran, dass sie sich das Balance Sheet gerade mit noch mehr Häusern vollhauen. Also sie haben im letzten Quartal 4.770 Häuser gekauft und nur 4.070 verkauft, also 700 netto mehr aufs Balance Sheet genommen. Und das geht in ihrem Fall vom operativen Cashflow ab. Und dadurch sind sie Cashflow negativ. Ansonsten, sozusagen um das Inventory bereinigt, wären sie wahrscheinlich Cashflow positiv. Problematisch ist halt immer, wenn sich das Konsumentenklima oder die Zinsen nochmal deutlich verändern. Ne? Also wenn steigen die Zinsen, sinken die Hauspreise, dann sind diese 4.000 oder fast 5.000 Häuser, die sie auf dem Balance Sheet haben, eventuell 10% weniger wert. Und das Inventory ist, Sekunde, das habe ich irgendwo, das ist 2 Milliarden wert. Das ist 2,2 Milliarden auf dem Balance Sheet. Wenn jetzt die Hauspreise um 10% sinken, dann hast du 220 Millionen Buchverluste auf einmal. Und die realisieren sich in dem Moment, wo du das Haus verkaufst, dann auch in der Buchhaltung. Genau, und gleichzeitig, wenn immer weniger Leute sich ein Haus leisten können, du siehst ja aus den USA auch diese Statistiken, dass immer weniger Leute eigentlich Hauskäufer überhaupt werden könnten, selbst wenn sie wollten. Das ist natürlich ein zusätzliches Risiko. Aber wenn ich damit rechne, dass Amerika in die Rezession geht und wenn der Verbraucher stabil bleibt, die Zinsen fallen und die Hauspreise stabil weiter nach oben laufen, für die ist das, also alle anderen, die gucken sich das einfach an. Genau. Also und wer mal sehen will, wie so ein schlechtes Quartal aussieht, der kann sich das Q3 22 ausschauen. Da hatten sie minus 13% Rohertragsmarge. Das heißt, sie haben die Häuser im Schnitt ein Siebtel günstiger ein Achtel, Siebtel günstiger verkauft, als sie sie eingekauft haben. Da muss man ein paar Quartale wieder arbeiten, um wieder Plus zu machen. Aber im Moment machen sie 8-9% Plus. Ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg. Aber Analysten mögen sie nicht so. Also wenn ich mir angucke, Analysten 17% nur kaufen von den 12, die covern, und das Kursziel liegt 16% unter denen. Ja, vielleicht kann man auch das immer mit keine angucken. Kaufempfehlung hier aussprechen. Aber es ist auch interessant, immer zu sehen, wie so die Grundstimmung schon gegenüber der Aktie ist. Und das ist ja auch mal, dafür würde ich immer die Analystenstimmen mitnehmen, um mal zu gucken, ist die schon eben im Portfolio drin oder gäbe es da, wenn die noch gut läuft, noch irgendwie Potenzial. Und dann kommen wir zu Peloton. Die haben ja so ein gewisses Comeback gemacht und da waren ja auch alle überrascht, so hoch, ein kleines Plus beim Umsatz, 0,2% nach, weiß ich nicht, 9 Quartalen mit Minus. Was ist da los? Genau, vorher war es die Aktie, die sich immer wieder nochmal halbiert hatte, glaube ich, so vom Hoch. So, da dachte man, jetzt sind sie 50% günstiger, dann sind ein paar Leute reingegangen und dann wurden sie nochmal 50% günstiger und nochmal. Also gut verprügelt schon. Jetzt
haben sie es geschafft, den Umsatzverfall zu stabilisieren. Also sie sind ziemlich genau auf Vorjahreslevel, 0,2% Umsatzwachstum und verlieren in Anführungsstrichen nur noch 10% operative Marge ungefähr, sind dabei, ich nehme an, Cashflow positiv, verkaufen aber so ein bisschen Inventar ab, daher kommt eventuell auch der operative Cashflow. Gut ist sicherlich, dass die Rohmarge sich hier auch verbessert hat, von 31 auf 48,5%, also relativ gesehen fast 50% mehr oder 40% mehr Rohmarge. Das hilft natürlich, sie verkaufen die Bikes jetzt nicht mehr mit Verlust, da gab es zwischendurch Quartale, wo sie quasi draufgezahlt haben. Sie haben immer noch eine sehr hohe Churn-Rate für diese Subscriptions. Die Monthly Churn ist, Sekunde, das habe ich irgendwo, 8,4%. Das heißt, nach einem Jahr hast du eigentlich alle Kunden verloren. Wenn du jedes Quartal, jeden Monat, das ist ja monthly, jeden Monat 8% verlierst, bei 12 Monaten hast du ziemlich genau 100% deiner Kunden nach einem Jahr verloren. Ja, dann musst du aber wieder oben reinstopfen. Das ist wie so ein Eimer, der unten ein Loch hat und du musst oben Wasser reinschütten. Genau. Machen jetzt noch 63 Millionen Verlust. Da interessanter ist, der CEO wurde ja gefeuert und die Interim CMO leitet jetzt den Laden. CFO, Entschuldigung, natürlich CFO. Aber die, wie so ein typischer CFO, hat die auf jeden Fall die Zahlen im Griff und deswegen dann wurde es jetzt auch so ein bisschen gefeiert, die letzten Ergebnisse. Ich glaube, weil man, wie gesagt, den Umsatz, das negative Umsatzwachstum stabilisiert hat. Die Subscription Revenue steigt sogar wieder leicht, weil Leute teilweise auch Secondhand-Pelotons sich kaufen und nur die App-Subscription machen. Das ist ganz gut, da muss man eigentlich nicht weniger Werbung für machen, wenn jemand sich einfach so ein Fahrrad holt. Und ja, würde ich da jetzt einsteigen? Ich meine, die wachsen, wie gesagt, minimal. Das ist jetzt immer noch, da fehlt halt jegliche Wachstumsfantasie. Aber das kann man nicht aus einem hohen Umsatz einfach was rausholen, indem du einfach Kosten cuttest. Aber wenn natürlich die Churn-Rate so hoch ist, Du bist immer noch, also nach einigen Cost-Cutting, ne, sie haben ja zwischendurch irgendwie 20-30% des Personals rausgenommen, sind sie immer noch 10% im Minus. Und dass das jetzt nochmal eine Firma wird, die plus 15% EBITDA-Marge macht, glaube ich eher nicht. Deswegen, dann geht es denen sicherlich besser als ein Quartal zuvor. Aber das da jetzt auf einen weiteren Turnaround zu spekulieren, drängt sich meiner Meinung nach auch nicht. Wenn jetzt jemand das gemacht hätte, würdest du jetzt sagen, dann würde ich einen Teil mitnehmen? Oder würdest du sagen, aber ich würde jetzt nicht einsteigen, das haben wir verstanden, aber würdest du jetzt sagen, ich habe jetzt vielleicht bei zweimal eingestiegen, habe mal irgendwie gedacht, weiß ich nicht, würdest du jetzt sagen, reicht jetzt? Oder? Also ja, vielleicht sollte man sich fragen, was ist die eigene Wachstumshypothese für Peloton? Warum glaube ich, dass Peloton wieder zweistellige Prozentzahlen wachsen kann? Und das sehe ich nicht. Ne? Sie haben schon die Treadmill, das Laufband, das hat auch nicht viel neues Wachstum gebracht. Ne? Es gibt also mehr Produkte. Das Laufband ist schon deutlich weniger populär als das Fahrrad. Egal, was sie als nächstes bauen, es wird noch mal weniger populär sein als das Laufband. Das heißt, wird umsatzmäßig keinen Riesenunterschied machen. Und wenn man irgendeine Idee hat, warum das jetzt schneller wachsen könnte wieder, dann kann man daran glauben. Ansonsten Fitness-Trend weltweit? Ja, also wenn du schaffst, den nächsten Coronavirus in die Welt zu setzen, dann kannst du dann kurz vorher die Aktie kaufen. Gut, jetzt hat man ja diese GLP-1-Dinger, dann brauchen die Leute ja gar kein Fitness mehr zu machen, sondern nehmen einfach so ab. Vielleicht ist es auch nicht. Gut, also auch nichts. Aber komm mal, Sentinel One. Das könnte jetzt der große Profiteur sein vom CrowdStrike-Desaster. Genau, die sind tendenziell jetzt eine der teuersten Aktien, wenn man so möchte, also rein am Sales-Multiple gemessen, von den Unprofitable-Tech-Aktien. Die sind noch mit 11-mal Umsatz bewertet. Rohmarge geht schon, also ist nur bei 73%. So der Idealwert ist immer so 80. Ne? Man möchte eigentlich eine 80% Non-Gap mindestens Rohmarge haben. Nach Non-Gap, also bei Software. Bei Software, genau. Klar, wenn ich Hardware habe, schwierig. Ja, genau. Ja. Außer du bist Nvidia. Ah, die Zahlen, wann kommen die morgen? Heute? Mittwoch, morgen. Ja, das wird nochmal spannend. Genau, 73% ist noch nicht perfekt, aber man sieht so, vor einem Jahr waren es 70%, vor zwei Jahren waren es 65%. Also man sieht, es geht Richtung 80%. Und diese Firmen werden auch so gelenkt, dass da irgendwann 80% steht. Ne? Ansonsten, manchmal gibt es Sachgründe, kannst wie bei Twilio oder so. Kannst du die Kosten nicht irgendwie weiter nach unten ziehen, damit du die Rohmarge höher? Also du kannst doch, viele Kosten sind auch, weißt du doch nicht, ob die jetzt 100% dem Produkt zuzuordnen sind oder ob die jetzt der Firma zuzuordnen sind. Also kannst du doch wahrscheinlich noch durch. Ja, so ein bisschen kann man tricksen wahrscheinlich auch. Ja. Aber was hier auch bei den Cost of Revenue, also den Einstandskosten, gibt es natürlich auch eine Fixkostendegression. Also die wachsen jetzt beim Umsatz noch mit 40%, was für Software extrem gut ist. Wir wissen, alle wollen weniger für Software ausgeben. Gerade 40% ist für den Software-Sektor echt deutlich überdurchschnittlich. Also der Sektor insgesamt wächst vielleicht zwischen 12% und 15%. Sieht man so bei den großen Salesforce, Microsoft und so. Die wachsen noch mit 40%, deutlich überproportional.
Und ihre Cost of Revenues wachsen aber nur 20%, wenn ich das hier richtig sehe. Also geschätzt, ich habe es hier nicht drinstehen, aber 20% müssten es sein. Dadurch weitet sich die Rohmarge aus und wenn sie weiter mit 40 oder auch noch 35% wachsen, dann wird die Rohmarge sich automatisch verbessern. Dann steigen ihre operativen Ausgaben nur noch mit 5%. Also das riecht auch so ein bisschen nach Hiring-Stop. Mhm. So 5% ist so die vielleicht normale Personal, also die Lohnerhöhung, die man so eh mitmachen muss, scheint nicht mehr stark eingestellt zu haben. Marketingkosten steigen noch um 17% immerhin. Aber wie gesagt, mit 17% mehr Marketing, 40% mehr Umsatz rauszuholen, ist eigentlich ganz effizient. Magic Number sieht besser aus als im Vorjahr zumindest. Nicht perfekt, aber besser. Machen halt trotzdem noch 43% negative operative Marge. Mhm. Aber wenn man 40% wächst, sagen, und also du hast den Hebel aus der Rohmarge und den Hebel aus der operativen Marge, weil sie kaum operative Kosten aufbauen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie, da wird es vielleicht noch 2, maximal 3 Jahre dauern, bis sie nach GAAP auch positiv sind. Aber man würde hier gar nicht zu früh auf Profitabilität schauen, sondern eher versuchen, wie lange können wir noch bei 40% Wachstum bleiben. Das ist der wichtigere Treiber des Unternehmenswert hier. Deswegen sind sie auch mit 11-mal Umsatz bewertet. Und gleichzeitig haben sie schon Free Cashflow im ersten Quartal von 34 Millionen, der positiv ist. Also keine finanziellen Zwänge sozusagen aus der Kapitalflussrechnung. Kann man sich ein bisschen zurücklehnen und dann ist es wahrscheinlich auch schlau, weiter in zumindest in Marketing zu investieren und die anderen Kosten einigermaßen. Wenn man 11-mal Sales hat, wenn ich $1 dazu gewinne und ich mit 11-mal mehr bewertet werde, würde ich sagen, Glückwunsch. So genau. Viel Marketing kann ich gar nicht machen, oder? Ja. Ist es, wenn man jetzt nicht diese Magic Numbers und diesen ganzen Kram macht, sondern wenn man einfach nur auf so eine Zahl wie Kursumsatz guckt, die ja viel einfacher zu errechnen ist, die kann ich mir doch angucken und je höher die ist, desto sinnvoller ist es noch zu wachsen, oder? Es ist jetzt so ein, also jetzt mal abgesehen davon, man muss natürlich noch genug Geld haben und es darf da nicht auf der Seite, aber wenn ich 11-mal Multiple habe oder wenn ich bei Microsoft, ich glaube 4 oder 5-mal, dann lohnt es sich ja auch irgendwie Marketing zu machen, um mehr Leute zu kriegen. Ja, prinzipiell, also man kann ja auf zwei Wegen profitabel werden. Man kann Kosten sparen, dann wird man profitabel oder profitabler. Oder man kann bei den gleichen Kosten oder weniger langsamer steigenden Kosten mehr Umsatz generieren. Und für den langfristigen Unternehmenswert ist natürlich die Generierung von mehr Umsatz immer die attraktivere Art, für Profitabilität zu sorgen. Mhm. Es gibt ja die Rule of 40, deren Schwäche ist sicherlich, also es ist eine super Daumenregel, aber die Schwäche ist, dass sie sagt, deine Profitabilität ist genauso wichtig wie das Wachstum. Da addiert man ja den Wachstum mit der Free Cashflow Marge oder operativen Gewinnmarge und dann kommt man auf so einen Wert, der idealerweise über 40 ist. Und wenn ich die Wahl hätte, in ein Unternehmen zu investieren, was mit 20% wächst und 20% operative Marge hat, oder eins, was mit 35% wächst, aber nur 5% operative Marge ist, dann bin ich eigentlich bei dem Zweiteren, das wird in der Regel ein höheres Umsatzmultiple haben. Also weil das Wachstum von der Börse höher bewertet wird. Das lässt sich auch, wenn man das so extrapoliert, also das Modell weiterrechnet, dann sieht man auch, dass das Wachstum hat so einen Compounding-Effekt. Ne? Also so wie der Zinseszins, 35% im Jahr sind halt ganz schnell, das ist nach 3 Jahren schon mehr als 100%. Mehr als 100%. Mehr als 100%. Weil es ja Compounding ist. Wenn es nur additiv wäre, wäre es 33. Bist wahrscheinlich schon bei 1,4 oder so dann nach 4 Jahren hast du sicherlich eine Verdopplung schon eine Verdreifachung. Das heißt, dadurch, dass das Umsatzwachstum sich compoundet, die Profitabilität aber nur sozusagen einmal in das Modell einfließt, würde ich den Umsatz tendenziell überbewerten. Natürlich nicht so, wie man das in den letzten oder 2021 gemacht hat. Das war ein Exzess. Gut, da gab es ja 0% Zins. Da gibt es die Gravitationskraft nicht. Dann hat man das nicht mehr. Okay. Genau. Also Sentinel One klingt jetzt so, als ob das eine deiner Lieblingsaktien. Wenn wir jetzt mal hier alle jetzt besprochen haben, würde ich sagen, Sentinel One ist eine, wo du jetzt deinem Hedgefonds sagen würdest, das guckst dir mal an. Ist natürlich nicht günstig, wie gesagt, mit den 11-mal Sales im Vergleich zu anderen, die irgendwie eher auf 5-6-mal Sales bewertet sind. Aber könnt ihr jetzt von CrowdStrike was übernehmen? Also könnte es sein, dass CrowdStrike nämlich auch mit Zahlen? Es würde ihnen sicherlich nicht schaden, dass CrowdStrike sich jetzt so selber in den Fuß geschossen hat. Tendenziell sollte ihnen das helfen, glaube ich. Von daher, wenn ich jetzt aus der Liste eine kaufen müsste, dann würde ich am ehesten... Wir hätten noch zwei, Teladoc und Upstart hast du noch. Die wolltest du noch machen, aber du kannst sie im Schnelldurchlauf machen. Ich meine, Upstart wirst du wahrscheinlich sagen, ist nichts. Ja, Teladoc können wir schnell machen. Das ist so ein Telehealth-Service. Der wächst nicht mehr eigentlich. Obwohl die so viel Werbung machen. Die machen ja wahnsinnig viel Podcast-Werbung mit ihrem Psycho-Ding. Betterment, genau. Ja, genau. Ja.
Und das also machen auch viele Firmen, bieten das auch ihren Mitarbeitern an. Schrumpfen 1,5% ja. gegenüber dem Vorjahr. Das ist aus eben beschriebenen Gründen schon mal immer nicht gut, weil dann sagen, das kann die Profitabilität schon mal nicht mehr treiben. Mhm. Das heißt, da muss man an Kosten arbeiten. Deswegen verbessert sich die Rohmarge hier auch nicht weiter. Die haben jetzt krasse Sondereffekte. Die müssen hier wieder mal 800, das ist schon das zweite Mal, das dritte Mal schon innerhalb von drei Jahren einen größeren Betrag als Goodwill Impairment. Also das ist Abschreibung auf was sie mal gekauft haben. Mhm. Abschreiben, das zieht jetzt das Ergebnis stark nach unten. Haben positiven operativen Cashflow. Also jetzt Sorgen muss man sich da auch nicht mehr drum machen. Sind vergleichsweise günstig bewertet, 0,5 Mal Umsatz. Das ist eigentlich ganz, ganz günstig für die Rohmarge. Aber Problem ist, wächst halt nicht mehr. Wenn es schrumpft, wird es automatisch, ohne dass es was macht. Sind nicht wirklich profitabel. Hm. Noch nicht, werden irgendwann dahin kommen, aber eher über Sparmaßnahmen. Finde ich jetzt auch nicht so sexy. Okay. Und dann haben wir noch Upstart. Das war... Ja, so Kreditvergabe mit KI-Algorithmen. War eine der Lieblingsaktien von Kleinanlegern 2021, auch von den Fondsmanagern damals. Es war ja die Idee, dass man Kreditvergabe demokratisieren kann und dass man damit ganz viel machen kann. Und dann haben wir festgestellt, was 2021 ist, ist 2022 möglicherweise nicht mehr und 2023 schon viel weniger und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Da ärgere ich mich immer ein bisschen. Wir haben das damals, ich weiß noch, das war auch im Italienurlaub, da war ich in Venedig gerade, da habe ich den Podcast vorbereitet und es hat mir irgendwie nicht gefallen. Es hat so ein Geschmäckle gehabt. Ich dachte, das läuft nicht so gut. Ich konnte aber nicht sagen, warum. So, also ich wusste, dass es ist jetzt sehr stark getrieben von der SERP-Politik damals. Du hattest keine Interest Rates, du konntest die Kredite günstig vergeben, du hast sie, der Staat hat vielleicht noch garantiert dafür, sondern es gab ja diese auch Starling Bank in UK oder so, die einfach die Staatsmittel weiter verteilt haben eigentlich und dafür gesorgt. Also der Staat will ja diesen Transmissionsmechanismus, das heißt, der senkt die Zinsen, aber da müssen Leute ja auch Kredite nehmen, damit die sagen, das Geld in die Wirtschaft kommt. Du kannst die Pferde nur zur Tränke führen, trinken müssen sie alleine. Wir kennen das noch. Karl Schiller. Man kann sagen, diese Neobanken oder Neokreditvergeber, das waren so ein bisschen die Erfüllungsgehilfen der SERP-Politik und haben dafür gesorgt, dass Zero Interest Rate Policy, nochmal für Leute, die SERP noch nicht gehört haben. Genau, also die haben sehr gut geholfen, das Geld unter die Leute zu bringen. Und deswegen dachte ich schon, dass es so ein bisschen einmalig gute Ergebnisse waren. Die haben sich damals irgendwie, ich glaube 340% oder so sind sie mal gewachsen. Sekunde, was war das höchste? Nee, 3,4 Mal, also 240% war das beste Quartal. Und dann ist aber sehr schnell wieder abwärts gegangen. So, ich konnte damals nicht sagen, warum ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte, aber ich hätte damals dagegen gewettet, aber manchmal kann es mal einfach nicht beschreiben und denkt nur so, irgendwas stinkt da. Okay. Im Nachhinein 89 von oben. Ist gar nicht so die schlimmste von den allen. Wir hat sich auch ein bisschen erholt. Ist jetzt ein 50stel davon wert, was sie am Höhepunkt mal wert waren. Machen immer noch 42% Verlust. Verschlechtert sich eigentlich weiter die Profitabilität. Gleichzeitig schrumpft der Umsatz. Also sind aus irgendeinem Grund immer noch mit 7x Sales bewertet. Das ist ein Kleinanlegerliebling immer noch. Aber es ist absolut, und die Kleinanleger sind eine große Macht an den Märkten. Wir können es ja so machen. So, das nächste Mal, wenn ich hier bin, schauen wir wieder da drauf und dann hätte ich Sentinel One gekauft und Upstart verkauft. Wobei Upstart natürlich irgendwann wieder von einem besseren Zinsklima auch profitieren kann und schon sehr verprügelt ist, aber eigentlich sieht es wirklich nicht so schön aus, finde ich. Also würde ich auf jeden Fall niemandem raten, jetzt da reinzugehen. Man muss das jetzt nicht shorten, bitte, oder so, aber auf jeden Fall würde ich da nicht reingehen. Wenn man es noch hat, kann man überlegen, ob man das da irgendwie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hält oder ob man dann doch irgendwann sagt, ich suche mir nochmal eine schöne Aktie, wo ich stattdessen reingehe. Sehr schön. Jetzt haben wir die Liste durchgegangen. Also es gibt noch mehr, aber du hast jetzt nicht alle durchmachen wollen. Jetzt haben wir sind unter 2 Stunden geblieben. Das ist doch schon mal was wert. Also wir haben jetzt nicht die eine Stunde geschafft, aber unter 2 und die Leute haben jetzt viel Informationen bekommen. Dann haben wir noch irgendwas vergessen. Nvidia, was ist da dein Tipp? Hast du da noch eine Idee? Also meine Hypothese ist, ich trade es jetzt nicht mit viel Geld, also meine Hypothese ist, ich bin prinzipiell die USA und insbesondere US-Technologieaktien immer long. Und wenn ich dann 3 mir als Short-Kandidaten daneben legen würde, dann wäre es am ehesten Apple, Nvidia. Tesla und Nvidia, an die ich gerade tendenziell weniger glaube. Nvidia hat ganz viel Rückenwind, aber du nutzt ja auch oft dieses Wort Priced for Perfection ganz oft. Sie haben so hohe Erwartungen und fairerweise, wenn man sich anschaut, wie die großen Tech-Konzerne, die ja die Kunden von Nvidia sind, sagen, wie viel CapEx, also Investitionen in Data Center sie in Zukunft machen wollen, dann unterstützt das ein gewisses Grundwachstum. Aber damit Nvidia weiter so getradet wird, wie sie gerade traden, hätten Google, Amazon eigentlich alle sagen müssen, wir geben doppelt so viel aus nächstes Jahr für Data Center. Und das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir geben viel aus und auch mehr als im Vorjahr. Aber sie haben nicht gesagt, wir verdoppeln jetzt unsere Investitionen. Und
Deswegen bin ich vorsichtig. Also ich würde nicht gegen Nvidia, also so ein bisschen. Ja. Ne? Also ich würde es sagen, als Ausgleich nehmen für einen Nasdaq Long Trade. Mhm. Und das Problem ist, dass ja alle Tech, also man muss sich ja nicht nur fragen, ob man an Nvidia glaubt, sondern wenn man Angst vor Nvidia hat, dann muss man eigentlich auch den ganzen anderen Tech-Sektor schon shorten, weil es gibt ja irgendwie 0,8% Korrelation inzwischen zwischen Nvidia, also Nvidia bestimmt die Nasdaq sowieso mit 6% Gewicht mit und sagen die Schäfchen laufen den Nvidia-Earnings ein bisschen hinterher, weil sie dann Angst haben, dass die gesamte Technologie und Software und AI-Blase und die Welt sowieso zusammenstürzt, wenn Nvidia nicht mehr ordentlich liefert. Deswegen ist auf jeden Fall Crunch-Time morgen. Ich werde da sagen. Also erwartet, ich sag mal, was erwartet wird. Spannender sein als das WM-Finale für die meisten. 28,8 Milliarden wird Revenue erwartet. Und da müsstest du, glaube ich, 2 Milliarden drauf liefern. Und dann, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, dieser Blackwell-Chip ist jetzt ja verzögert worden um 3 Monate. Mhm. Und du müsstest glaubhaft machen, dass bis der jetzt rauskommt, da gibt es ja zwischen, das ist dann bei Nvidia, glaube ich, das 4. Quartal, das 3. und das 4., da müsstest du sagen, könntest du trotzdem, obwohl das Ding verzögert wird, noch Wachstum hast. Und wenn du das hinkriegst, dann glaube ich, ginge da was. Aber wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du auch jeweils 2 Milliarden mehr liefern. Ja, also wenn sie 30 Milliarden machen, ja, dann geht das Wachstum schon auf irgendwie 120% runter von vorher 260%. Ja, das ist ja klar, das ist ja logisch. Also das ist auch schwer, das erste Mal jetzt einen schweren Vergleichswert, ne? Das ist besonders. Stimmt. Ja. Vorher hattest du relativ einfache Vergleichswerte, deswegen hast du auch die 260% Wachstum die letzten 2 Quartale. Mhm. Und jetzt im letzten Q2. Du musst nur 2 Milliarden übererfüllen. Also du musst jetzt jeweils die nächsten 3 Quartale, du musst also dieses Quartal 2 drüber kriegen und musst die nächsten auch nochmal 2 schaffen. Und dann hast du. Das wären fast 31 Milliarden und das wäre sequenziell Quartal zu Quartal nochmal eine Beschleunigung. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Du hättest jetzt 30, du kommst ja von 26 auf 30. Wie viel ist das? Komm, du musst rechnen, ich bin hier nicht der Rechner. Von 26 auf 30 willst du machen? Aber das reicht ja noch nicht. Du hast 28,8 plus 2 Milliarden. Ja, genau. Ach, da haben wir ja 30,8. Da haben wir sogar ein bisschen nicht mehr. Nicht 800 Millionen vergessen. Ja. So, dann müssen wir halt nochmal 5 Milliarden machen, obwohl wir letztes Quartal nur 4 Milliarden zugewonnen haben. Und davor auch nur 4 Milliarden. Also hast eigentlich eine Reakzeleration des Umsatzwachstums und das gar nicht so einfach hinzulegen. Du musst 33,8 dann das nächste Mal schaffen und dann 36,8. Das wären die Sachen, zumindest was Umsatz anbetrifft. Also ich finde es auch spannend, wahnsinnig ja, schwierig zu schaffen. Warum soll das nicht klappen? Ja, ich meine, so oder so werden sie wahrscheinlich profitabler werden, aber irgendwann, wenn das Wachstum richtig krankt, dann hast du auch eventuell eine Margenkompression zurück wieder. Die wirst du jetzt schon haben. Jetzt haben sie ja nur noch von 78 soll es auf 75 fallen. Und in den CapEx der großen Tech-Unternehmen sind ja auch ihre eigenen Chips drin. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie nur bei Nvidia einkaufen. Sondern, dafür habe ich deinen Arm. Ja, genau, da kommst du mit deinen Arm-Holdings vielleicht. Genau, ich habe Arm-Holdings und Nvidia. Du weißt, habe ich Arm nicht so eine große Position wie Nvidia. Ja. Aber ich halte die noch. Also ich würde jetzt auch nicht zukaufen, aber ich habe ja die Hälfte davon verkauft, als sie einen Allzeithoch hatten in Nvidia. Also als sie die größten Unternehmen der Welt waren. Und ich würde es mal so sagen, ist es wahrscheinlich, dass Nvidia so gute Zahlen liefern, dass sie nochmal 20% gewinnen? Also, dass sie so positiv überraschen, dass sie 20% hochgehen? Sehr unwahrscheinlich. Zumal sie, selbst wenn sie das schaffen, waren sie wahrscheinlich, dass Blackwell irgendwie Probleme im zweiten Halbjahr machen wird. Ne? So, das heißt, selbst wenn sie nochmal wir machen mal Best-Case-Szenario. Mhm. Sie schaffen 31 Milliarden, sind dann bei 130% Wachstum gegen ein relativ schweres Vergleichsquartal schon. Dann hätten sie die Schätzung Umsatz überperformt. Operating Leverage würde dafür sorgen, dass der Rohertrag so Richtung 80% geht und die Profitmarge Richtung 60%, nochmal Margenverbesserung. Dann könnte man sagen, aufgrund dessen könnten sie vielleicht nochmal um 10% hochgehen sogar. So, aber durch diese Blackwell-Probleme werden sie halt wahrscheinlich so ein bisschen Umsatz wahren müssen, Richtung, zumindest das verschoben wird von Q3, das Q4 ist ins nächste Jahr. Und deswegen werden sie den großen Ausschlag nach oben höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber wenn irgendwas schief geht, gehen sie sofort 15-18% nach unten. Weil dann musst du die Modelle anpassen und ja, aber weißt du, vielleicht schaffen sie es auch genau und dann ist plus minus 3% und gar nichts passiert. Das kann auch sein. Ja. Aber wenn sie nicht gut abliefern und waren, dann kann es auch ganz schnell die Nasdaq insgesamt wieder 5% kellern. Das stimmt.
Und dann sieht es schlecht aus für den dreifach gehebelten Nasdaq-ETF. So, ja. Jetzt das Auge. Ich sage das nur für meine Frau. Ich bin aber nicht Großinvestor. Ich sage auch nochmal, für alle, die hier zuhören, ich habe einen Sparplan auf den Nasdaq 100 dreifach gehebelt. Da wird jeden Monat 100 Euro investiert. Aber nicht nur darauf, ne? Nein, das ist ein ganz kleiner Teil. Und das ist wirklich nur die Curiosity, die ich habe, um mal zu sehen, wie funktionieren diese gehebelten Dinge. Und was man schon mal feststellen konnte, wenn der Nasdaq 100 ja den gesamten Sommercrash wieder ausgebügelt hat, hat das dieses Ding noch nicht. Ich habe heute bei Howard Marks eine lustige Story, die ich nicht kannte, gehört. Und zwar, wusstest du, dass Charlie Munger und Warren Buffett mal so einen dritten Kollegen ganz am Anfang hatten, mit dem sie sich viel ausgetauscht haben? Und die haben immer gesagt, und bei der ersten Krise irgendwie, die kam, was war das, in den 80er Jahren, irgendwie Ölkrise vielleicht, I don't know. Da hat es den halt aus dem Markt gekegelt, weil er immer gehebelt war. Und die haben hinterher über ihn gesagt, der war kein Stück dümmer als wir, aber er war ungeduldiger. So, ja. der war zu ungeduldig. So. Ja. Weil niemand, du weißt ja, niemand will langsam reich werden. Hebel ist nur gut, wenn es halt perfekt, also wenn es halt wirklich brillant läuft. Wenn es so lala läuft, ist Hebel Mist. Und wenn es mistig läuft, ist Hebel richtig Mist. Ich weiß, das ist ein... Das war der andere Spruch, dass jemand gesagt hat, das Geheimnis dazu, ein guter Investor zu werden, du brauchst 40 Jahre lang sinkende Zinsen. Das macht dich automatisch. Und das ist ja so. Also die Leute, die in den letzten Jahren quasi sagen, ich habe jedes Jahr hier 10, 12, 18% gemacht. Ja, die Zinsen sind auch jedes Mal runtergegangen und damit ist so ein Assets automatisch inflated. Der Aufstieg von PIMCO ist genau diese Geschichte. Kann ich sehr empfehlen. Howard Marks, The Memo heißt der Podcast. Ist auf Englisch, aber sehr, sehr schlau. Von was Oak Tree Capital heißt. Oak Tree Capital, ja. Sehr gut. Ein bisschen, also anspruchsvoll, aber wen es interessiert, würde ich sehr empfehlen. Und wer jetzt hören will, kann natürlich Doppelgänger hören und kann auch, diese Woche hast du doch gesagt, bist du bei Westermeier, oder? Genau, man kann mich morgen am Mittwoch bei OMR hören. Ja. Oder, worüber redet ihr? Ich habe gar nicht erwähnt, dass ich auch einen Newsletter mache, als ich mich vorgestellt habe. Genau, man kann den Doppelgänger-Newsletter abonnieren. Da geht es um Tech-News, AI-Themen hauptsächlich. Okay, aber wo geht es mit dem Westermeier, worüber redet da? Da geht es auch ums Thema AI, so ein bisschen Rüstungsindustrie. Einfach mal reinhören. Okay, Rüstungsindustrie, AI. Vielleicht erklärst du, warum Mynaric nicht läuft. Das wirst du dann erklären. Dazu sage ich nichts. da gibt es auch einen Red Flag. Ich weiß. CA. Ja. Gut, jetzt haben wir das auch erklärt. Dann sage ich danke, dass du da warst und den Defner hier vertreten hast. Nächste Woche muss der Defner auch nochmal, ist er auch nicht da. Da habe ich Europas gefährlichsten Ökonomen da. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Schöne Urlaubsgrüße an Dietmar. Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Chapitz und Klöckner.